Ja, liebes Publikum, der Applaus war schon gut, aber wir brauchen hier mehr von Ihnen. Sie müssen alles geben, ja? Deswegen mal so laut Sie können auf drei. Achtung, eins, zwei, drei! Ja! Das ist gut, vielen Dank. Genauso würden wir gleich starten. Genauso würden wir mit 3 nach 9 gleich starten. Zwei wichtige Dinge noch zum Schluss jetzt für Sie. Das erste ist, Sie sind alle heute im Bild zu sehen. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt noch neben jemanden sitzen, mit dem Sie sich auf gar keinen Fall zusammen zeigen möchten, tauschen Sie nochmal, ja? Sonst ist zu spät. Und muss irgendjemand nochmal auf Toilette? Hier, es geht nicht mehr. Ja? Bleiben Sie bitte sitzen. Sollten Sie trotzdem müssen während der Show, lassen Sie es laufen. Ja? Es ist kein Problem, aber wenn Sie das machen, lächeln Sie dabei. So, meine Damen und Herren, dann können wir loslegen. Und das Ganze machen wir, auch für Sie zu Hause, mit Ihrem Applaus. In 3, 2, 1, los geht's! Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3 nach 9, die heute auch erstmals im WDR-Fernsehen zu sehen ist. Deshalb hallo. Ein herzliches Willkommen also auch an alle unsere Zuschauer in Nordrhein-Westfalen und natürlich an alle anderen auch. Wir freuen uns sehr auf einen fußballfreien Abend, auf Sie und auf diese wunderbaren Gäste. Ja, alle, wirklich alle haben gesagt, der hat so eine unglaublich positive Ausstrahlung. Jetzt ist er endlich zum ersten Mal live hier in diesem Studio. Wir freuen uns über den Besuch von Designer Guido Maria Kretschmer. Sein Traumland ist Norwegen. 24 Jahre lang übte er den Beruf des Leuchtturmwärters aus und ließ sich von Wellenbrechern und Orkanböen nicht vertreiben. Herzlich willkommen, Thomas Bickhardt. Der eine berichtet in der Tagesschau über die Nachrichtenlage des Tages. Der andere setzt sich als Strafverteidiger vor Gericht für das Wohl seiner Mandantschaft ein. Gemeinsam stehen sie jetzt auf der Bühne. Was sie da machen, erzählen uns Dr. Alexander Stevens und Konstantin Schreiber. Junge Besen kehren die, aber die alte Bürste kennt die Ecken. Dieses Zitat muss man erst mal sacken lassen. Wo aktuell am gründlichsten geputzt werden müsste, verrät uns CDU-Chef Friedrich Merz. Einfach den Rucksack packen und loswandern von Zypern bis ans Nordkap. Das hat sie gemacht. Und dabei hauptsächlich in der Hängematte unterm Sternenhimmel geschlafen. Survival-Tipps gibt es heute von Johanna Geils. Herzlich willkommen. Heute ist er nicht nur unser Warm-Upper, sondern auch unser Gast. Und jetzt bitte einen tosenden Applaus für ihn, für Christian Oberfuchshuber. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen ein heiteres Berufsrat machen. Was ist ein Warm-Upper, werden sich viele fragen. Also hier haben wir es alle erlebt. Ja, also das ist quasi, den gibt es bei jeder Fernsehshow, bei der auch Publikum dabei ist. Und es ist so ein bisschen zu vergleichen, eine Mischung aus Kindergärtner und Flugbegleiter. Also ich komme rein, erkläre die Verhaltensregeln, sage den Leuten, dass sie gerne applaudieren dürfen, dass sie laut applaudieren dürfen, dass sie auch lachen dürfen, also dass sie rauskommen dürfen aus sich. Also ich bin quasi die Vorband, kann man sagen. Okay, und gibt es dazu dafür einen Studiengang oder irgendeinen anderen akademischen Weg? Nein, also es ist kein Lehrberuf. Mhm. Das muss man so ein bisschen in sich haben. Einfach. Ich habe erfahren und gestaunt, es sind überhaupt nur 9 in Deutschland, die diesem Beruf nachgehen. Ja. Und es sind alles Männer. Wie erklären sich denn das? Ja, das ist eine gute Frage. Es hat ja auch bei den Comedians lange gedauert, bis Frauen nachkamen, bis sich Frauen etabliert haben.
Warum, weiß ich es nicht. Wir haben öfters mal Kolleginnen oder Damen, die sich beworben haben, auch ausprobiert und denen die Chance gegeben. Die kamen aber irgendwie nie so an. Und deswegen waren die schnell wieder weg. Und aber nach meiner Erinnerung gab es doch mal Vera in Feen. Ja. Die war doch Warm-Upperin, die oder? War kann die sich noch erinnern einzige, an die Sendung? Vera genau. Ja. Damals bei Thomas Gottschalk. Richtig. Und hat dann den Sprung zu ihrer eigenen Talkshow geschafft. Ja. Wäre das was für Parteitage, so ein Warm-Upper anzusehen? Ja, ein bisschen zu viel Grün noch in dem Outfit. Ja! Es tut mir leid. Zu schwarz sehen auch nicht gut aus. Nicht? Aber, nee, könnten wir gebrauchen. Spielt der Anzug beim Aufwärmen eine tragende Rolle? Nicht zwingend. Es ist einfach so ein bisschen von Anfang an so mein Markenzeichen geworden. Also die dezente Muster und gedeckte Farben. Ja, genau. Ja. Ich dachte mir, ich wollte mich ein bisschen von den Kollegen, die nur im T-Shirt oder nur im langweiligen Hemd rauskommen, so ein bisschen abheben. Und ich war mal bei einem Fundusverkauf und da gab es das erst. Na ja, gut. Und was hat er gesagt? Euch passt das. Bitte? Was haben Sie gerade gesagt? Ich guckte nur an mir runter und stellte gerade fest, dieser Unterschied ist da, deshalb haben wir auch euch nebeneinander gesetzt. Das ist sehr schön. Oder? Ja, das passt auch. Nein, ich habe dann das erste Mal bei irgendeinem Fundusverkauf bei einem Sender diese bunten Sakkos gesehen, die von Moderatoren, die sie nicht mehr tragen wollten. Und dann habe ich mir die geholt und die kamen eben bei den Kollegen und beim Publikum direkt gut an. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, das ist super, da reden die Leute drüber. Okay, jetzt müssen wir uns aber ein paar Geheimnisse lüften. Ja. Lieber Christian, Sie haben ja sehr wenig Zeit, um ein Publikum in Wallung zu bringen. Publikum hat vielleicht nicht bei uns, aber in anderen Sendungen lange gewartet, bis es reingelassen wurde. Vielleicht gibt es auch nicht genug zu trinken. Irgendwas also ist schiefgegangen. Und jetzt haben Sie 10 bis 15 Minuten. Ist das so eine realistische Zeit? Ja, ja. So, und was funktioniert immer und womit sind Sie auf die Nase gefallen? Also es funktioniert eigentlich immer, dass ich dann jemanden aus dem Publikum nach vorne hole und sag so, und du bist jetzt unser Moderator für die Sendung und mit dir proben wir jetzt einmal den Auftritt der Sendung. Weil das ist dann einer quasi aus der Mitte, aus der Gemeinschaft raus, okay. Und den unterstützen die Leute. Aber wie kriegt man denn dann wieder weg von der Bühne? Ich habe immer den Knopf für die Falltür dabei. Okay. Das ist gar kein Problem. Also man holt jemanden rein und dann... Genau, und dann darf der 2-3 Mal auftreten und dann rasten die Leute aus und dann wissen die, okay, das ist jetzt einer von uns, den müssen wir jetzt unterstützen. Und dann ist der Grundapplaus schon da. Mhm. Dann starte ich mit 2-3 Gags noch, wie ich sie eben am Anfang der Show gemacht habe. Wenn wir eine Musikshow haben, fange ich noch an, mit dem Publikum zu singen und wild La-Ola-Welle zu machen. So ein bisschen wie im Stadion halt. Okay, und rasten die Leute in allen Regionen Deutschlands auf die gleiche Weise aus? Oder gibt es da verschiedene Rezepte, um Leute in Bayern? Giovanni, ich darf mal direkt sagen, dass Guido sich sicher ist, dass es nicht so ist. Nein, das ist nicht so. In allen Regionen. Nein, das ist, glaube ich, nicht so, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt da Leute, die sind ganz Vermutung. Outgoing. In der Region, es gibt Leute, wo man denkt, ach, die sagen nichts. Und dann flippen die nachher aus. Man denkt, Gott, was haben wir denn vorher gehabt? Eine Sperre oder so. Und dann gibt es andere, die geben sofort Gas. In Köln geht sofort los. Und in Kassel hält man sich zurück, aber dann wird es ganz intensiv. Oder? Ist es so? Genau so war's. Ja, genau so war's. Komm, ihr habt euch abgesprochen vorher. Nee, aber das Guido kennt die Menschen. Ja. Nein, ich meine, also, wir haben hier jemanden, der 24 Jahre in Norwegen gelebt hat. Herr Bickert, können Sie sich vorstellen, dass ein Warm-Upper in Norwegen funktioniert? Ja, das ist eine schöne Frage. Es gibt ein schönes Buch, wo so die Emotionen der Norweger gezeigt werden. Und da ist jedes Gesicht immer gleich, außer sie haben Bier getrunken. Das geht's nicht. Aber Freude, Trauer, also, alles gleich. Wär eher schwierig. Ja, außer man hat ein Bier getrunken, ne? Dann geht es sehr leicht. Da braucht man eigentlich nichts mehr machen. Genau, das wäre die Notmaßnahme. Wenn nichts mehr geht, Freibier reinbringen. Freibier, okay. Das haben wir bei 3 nach 9 noch nie machen müssen. Es gibt so gut wie keine Sendung, bei der Sie nicht die Leute in Stimmung gebracht haben. Sind denn die Moderatoren und Moderatorinnen, die dann tatsächlich reinkommen ins Studio und auf das Publikum treffen, das Sie vorbereitet haben, sind die alle so nett wie Judith und ich? Also 99% ja. Mich interessiert nur das eine Prozent. Ja. Naja.
Also wahrscheinlich, wie wir auch, ist nicht jeder jeden Tag gleich gut aufgelegt. Und so ist bestimmt auch der ein oder andere Moderator an dem Tag vielleicht nicht ganz so drauf. Aber im Prinzip sind die alle nett. Ich habe mal einen erlebt, da war ich noch Zuschauer, ja, und ich, Moderator selber, der hat dann zu diesem armen Warm-Upper gesagt, fang nicht an, mir jetzt schon auf den Sack zu gehen. Oh! Der brauchte selber, glaube ich, einen Warm-Upper. Ja. Mhm. Ja. Man muss aber, da muss ich auch mal sagen, man muss halt aber auch wissen als Warm-Upper, wann sein Job vorbei ist. Ne? Also man sollte nicht in meinem Beruf besser sein als die Show und sich an irgendeiner gewissen Stelle natürlich dann auch wieder zurücknehmen. Weil das Publikum ist nicht wegen mir da, sondern es ist ja wegen euch da. Ja, aber manchmal habe ich gehört, sagen Sie dem Publikum auch, und jetzt begrüßen Sie ganz herzlich Helene Fischer und dann kommen Sie raus. Ja. Ist das jetzt eher für die Leute etwas Abturnendes oder was Erleichterndes oder was Schönes? Es ist erstmal was Schönes, wenn Sie den Namen hören, um schon mal das erste Eis zu brechen. Und wenn ich dann rauskomme, dann ist es so ein bisschen und dann kann ich aber sagen, aber sie kommt gleich. Ah, dann ist die Stimmung wieder da. Sag, wir müssen nur jetzt 10 Minuten fleißig zusammenarbeiten und dann kommt Helene. Ich glaube aber, dass man ihren Job kleinredet oder klein macht, wenn man annehmen würde, dass sie nur am Anfang dabei sind. Ich glaube, sie sorgen dafür, dass während der ganzen Aufzeichnungszeit und die großen Unterhaltungsshows, die werden ja immer länger, manche bis zu 5 Stunden, habe ich mir sagen lassen. Sie müssen 5 Stunden dafür sorgen, dass gute Stimmung ist. Wie halten Sie sich in bester Verfassung? Ja, also bei mir ist es eigentlich so von Haus aus schon die gute Laune da. Also wenn ich morgens aufwache, habe ich eigentlich schon gute Laune. War das immer schon so? Ja. Und wie sind Sie denn überhaupt auf den Gedanken gekommen, dann zu sagen, das mache ich zu meinem Beruf? Na, ich wollte immer irgendwas mit Fernsehen und Moderation generell machen. Schon als Kind? Schon als Kind. Und ich habe in der Schule schon immer Schulfeste moderiert und habe da Quizshows organisiert und alles Mögliche. Habe Lehrer gegen Schüler spielen lassen. Und dann war ich, interessanterweise, genau auch mal Zuschauer bei einer Show von Thomas Gottschalk, in der Vera Intveen das Warm-up gemacht hat. Und habe das dann zum ersten Mal gesehen, dass es das überhaupt gibt. Dachte ich mir, ja, das ist doch eigentlich super. Genau das kannst du auch machen. Und dann habe ich mich über eine Casting-Agentur beworben. Und irgendwann kam der Anruf, die brauchen einen. Und ich bin hingegangen, habe es gemacht und seitdem bin ich dabei. Also die wollten Sie nicht mehr gehen lassen? Ja, die wollten mich erst nicht, weil ich es noch nie gemacht habe. Aber die hatten dann keine andere Wahl. Und als ich es dann gemacht habe, dann wollten sie mich nicht mehr gehen lassen. Aber vor Vera Intveen, habe ich mir jedenfalls sagen lassen, aber bitte korrigieren Sie mich, gab es jemand anders, der eine wichtige Rolle in Ihrem Leben gespielt hat, nämlich Mike Krüger. Ja. Ja, jetzt erzählen Sie. Ja, ist ein bisschen wenig. Ja. Nee, also bei Mike Krüger war es so, ich war ein riesen Mike Krüger-Fan und habe mir immer seine damals noch Kassetten gekauft. Und hab Sie sind noch Kassetten genannt? Ja, natürlich, auch wenn ich so jung aussehe. Aber, ja, aber absolut, absolut. Und habe die immer rauf und runter gehört und konnte alle Programme von ihm nachsprechen. Nee. Und habe die auch immer zu Hause aufgeführt und das war so mein Highlight. Im Zimmer für sich oder auch für die Familie? Na, auch für die Familie. Also wenn ich gut drauf war, mussten die auch immer Nachmittag 10 Minuten herhalten für meine Nummer. Und würde der Mike-Krüger-Humor von damals heute beim Warm-up noch zünden? Teilweise. Und teilweise. Was funktioniert nicht mehr so? Oder würde nicht mehr so funktionieren? Ja, also so Gags über Mann, Frau, die man mittlerweile, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, die kann man, wenn man sich jetzt solche Sachen von früher anhört oder auch Sketche im Fernsehen ansieht, denkt man sich, oh, das konnte man früher noch machen, da wäre jetzt direkt der nächste Shitstorm schon losgetreten. Ich höre da so ein gewisses Bedauern raus. Ja, also, weil die sind ja trotzdem noch lustig, die Gags. Ja. Man darf sie halt nur nicht mehr so nur noch zu Hause sagen. Oder? Konstantin hat viel Erfahrung mit Shitstorms. In dem Bereich aber noch nicht. Also meine, kann alles noch werden. Ne? Oh, bitte nicht. Shitstorms habe ich genug gehabt. Sag mal, Konstantin, aber wenn ihr auf der Bühne seid für die True Crime Show, habt ihr auch einen Warm-Upper dann am Start, der das Publikum in Wallung bringt? Das oder ist das zu ernst, das Thema?
Ja, wir machen es auf andere Weise, wir machen es musikalisch, dass wir am Anfang der Sendung also gar nicht mit Crime direkt starten, sondern wir spielen ja beide Klavier und dann musikalisch die Leute abholen auf einer Stimmungsebene, um dann anschließend kriminalistisch weiterzumachen. Aber du könntest künftig für uns tanzen. Ja, mach ich alles. Er macht alles. Wir unterhalten drüber. Sag mal, aber wo wir jetzt auch, wir haben ja einen Modedesigner hier bei uns, ne, der früher auch Corporate-Kleidung designt hat. Ja, also für Unternehmen Berufskleidung. Ja, ja, ne? Ist das eine gute Berufskleidung? Würdest du das also empfehlen? Ist natürlich eine Airline, wo man nicht unbedingt Vertrauen hat. Aber ich muss sagen, wenn man jetzt in so einem Club ist und denkt, es wird richtig irre, dann würde ich sagen, es geht also, für eine Airline wäre das super. Also wenn es heiß ist, nee, ich würde sagen, das ist, obwohl man gibt Airline immer noch, ich meine, wenn man mal Austrian Airlines geflogen ist, denkt man auch, die ganzen roten Beine, schön ist das nicht. Aber ich würde sagen, das bunt, und das ist sehr angesagt gerade übrigens. Ja, ist es, ja. Es ist jetzt, so flower. Jetzt muss man aber auch sagen, also nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ja. Die Austrian Airlines? Nein, wir haben früher auch keine Warm-Upper gehabt. Das ist erst dazugekommen, als wir uns modernisiert haben. Weil früher war das Warm-up viel Saufen und Rauchen. So. Weil das heute auch nicht mehr so richtig ankommt, haben wir das Warm-up. Und ich habe größten Respekt für das, was Sie in kürzester Zeit leisten. Aber die schwierigste Frage habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Wollten Sie nicht selber einfach eine dieser Shows machen, für die Sie sozusagen die gute Stimmung besorgen? Ja, also es hat sich noch keiner getraut, mir eine anzubieten. Aber ist das der heimliche Traum? Also er war früher mal mehr da, dieser Wunsch. Mittlerweile ist ein bisschen nach hinten gerückt, weil ich sage, ich mache jetzt hier meine Sache, bin damit relativ gut unterwegs. Und es ist ja immer so, wenn man eine Sendung selber präsentiert und dann kommt die nicht an, dann ist man wieder weg vom Fenster und muss dann wieder bei McDonald's am Drive-In-Schalter stehen. Ja. Und so gehe ich einfach weiter zur nächsten Sendung und bin Sonntag jetzt im Fernsehgarten zum Beispiel. Und, wie viele Auftritte machen Sie im Jahr? Es ist immer schwierig zu sagen, aber an Shows im Jahr um die 200 bis 250. Das heißt, Sie sind praktisch jeden Tag im Einsatz. Also fast ja, jeden so gut wie. Zwei von drei Tagen. Ja. Wahnsinn. Ja. Und haben Sie sich jetzt als Gast einigermaßen wohlgefühlt oder sind Sie froh, dass Sie wieder weggehen können? Nein, ich habe mich sehr wohlgefühlt und war auch froh, dass ich der Erste war. Ich kann mich jetzt ein bisschen zurücklehnen. Dann bleiben Sie hier und machen Sie mit beim Fragen. Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Dank, Christian. Vielen Dank. Schon mitten in der Sommerzeit. Und Sommerzeit ist ja bekanntlich Urlaubszeit. Und unsere nächste Gästin kann uns da mit Sicherheit ganz stark inspirieren, denn sie ist zu Fuß durch 11 europäische Länder gereist. Und das Besondere, sie hat dabei meist unter freiem Himmel übernachtet, ohne Zelt, in der Hängematte. Herzlich willkommen, Johanna Geilt. Johanna, wie kommt man auf die Idee, einfach loszulaufen mit dem, was man eigentlich so zu Hause hat, ohne jetzt groß erstmal einkaufen zu gehen, eine Ausstattung sich zusammenzusuchen und zu sagen, ich kann doch unter freiem Himmel schlafen, ich laufe jetzt einfach? Also ich hatte, glaube ich, schon immer eine Riesenlust, die Welt zu entdecken. Also ich bin manchmal immer erstaunt über diese Frage, weil also für mich ist das irgendwie so dieser Nonplusultra-Traum, eben draußen unterwegs zu sein. Ich würde mal eine folgende Prognose starten, dass aus diesem Studio hier, auch von unseren gesamten Gästen, noch keiner, so wie du, monatelang unter freiem Himmel wandernd Europa erkundet hat, oder? Nein, alles schon. Aber den Traum? Ja, aber den dann zu verwirklichen, das ist ja das Tolle. Den Mut zu haben, seiner inneren Stimme zu folgen. Also die konkrete Idee jetzt zu dieser Reise, ich bin eigentlich in England gekommen. Ich habe über zwei Jahre in England gelebt und dort in einem Outdoor-Center als Outdoor-Instructor gearbeitet. Bin dort jeden Tag mit den Gästen geklettert, gepaddelt, Bogenschießen gemacht. Und wir hatten da auch eine kleine Bushcraft-Ecke, also ein kleines Waldstück, wo wir auch den Gästen gezeigt haben, wie man ohne Streichholz, ohne Feuerzeug Feuer entfachen kann. Oder sich eben auch nachts im Wald, wenn man sich verirrt hat, einen Unterschlupf für die Nacht bauen kann. Und ja, wenn man einfach tagtäglich Menschen dabei begleitet, wie sie ihre Komfortzone verlassen, wie sie teilweise wirklich an ihre Grenzen gegangen sind,
dann will man das irgendwann auch unbedingt tun. Also dann wollte ich einfach wissen, okay, wie würde ich denn jetzt da draußen zurechtkommen, so ganz auf mich allein gestellt? Darf ich da kurz fragen, wie geht das? Weil meine Knackis fragen das auch immer. Das weiß ich nicht, ob meine ich den Knackis. Ist ja auch ein schönes, da sollte man schon wissen, was man tut. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Methoden. Also ich hatte jetzt auf meiner Reise, ich hatte immer so einen kleinen Feuerstahl dabei und da muss man sich eben den richtigen Zunder suchen. Das ist auch gleich Tipp, Vaseline und Watte. Bester Zunder überhaupt. Also besser Lebentipps für meine Gefängnisinsassen. Wunderbar. Die ihr liebevoll Knackis genannt werden. Das ist ja auch, wir werden das gleich weiter vertiefen. Als du dann losgezogen bist, hast du dich ja entschieden, du gehst ohne Zelt. Weil Feuer machen aus Watte und Vaseline könnte man ja auch, wenn man nachts in einem Zelt schläft. Aber du hast dich explizit dagegen entschieden. Warum? Also einerseits wirklich auch aus Gewichts- und Kostengründen. Also wie gesagt, ich wollte eben wirklich, einerseits war so ein Experiment zu gucken, ich kaufe mir jetzt vorher nicht groß neue Ausrüstung. Andererseits war es auch so ein bisschen, ich hatte auch kein riesen Reisebudget und hatte oder habe auch immer noch nur so ein 3 Kilo schweres Zwei-Personen-Zelt. Das muss man dann auch erstmal mitschleppen. Und natürlich, das Wildzelten ist auch in den meisten europäischen Ländern einfach nicht erlaubt. Einfach unter freiem Himmel schlafen, so bivakieren, das ist eben immer noch so eine Grauzone und manchmal eben wirklich auch gestattet. Und ich weiß, da kommt dann wirklich keiner und sagt hier, das ist Privatgrund, du kannst da nicht einfach liegen mit deiner Isomatte oder in der Hängematte. Ja, immer das ist mein Baum, an dem die Hängematte hängt. Da habe ich mir natürlich auch manchmal Sorgen. Manchmal, wenn ich mich da in Griechenland in irgendein Olivenhain gehängt habe, habe ich auch manchmal gedacht, okay, wenn jetzt irgendwie der Besitzer kommt. Aber es kommt ja dann auch immer drauf an, hinterlasse ich da Müll oder nicht? Und das ist eigentlich selbstverständlich, wenn man sich an gewisse Regeln hält. Und dann gibt es ja auch genug Leute, die dann eben in Europa auch wild zelten. Und meistens, wenn man eben da sich ordentlich verhält, stört das ja auch keinen. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel in der Runde, ich gehe einfach mal davon aus, jeder hat schon mal im Zelt geschlafen. Aber ja. Wer hat denn schon mal unter freiem Himmel geschlafen? Lass es doch. Einer. Okay, einer unter freiem Himmel. Wer hat schon mal im Zelt geschlafen? Nein, das ist schon mal. Auch im Publikum? Ja, Giovanni, du hast gesagt, du möchtest nicht gerne campen. Aber mehr wegen der Gemeinschaftstoiletten als wegen. Ja. Zelt fand ich schön. Giovanni ist so leicht hypochondrisch mit Bakterien. Und so. Ich würde auch gerne unter freiem Himmel schlafen, weil ich habe so ein Häuschen am Meer und das ist eigentlich wunderschön. Aber es ist wahnsinnig laut. Weil Natur ist laut. Ja. Ich werde schon nach 5 Minuten von Mücken zerstochen. Und da die Sonne ziemlich früh aufgeht, ist an Schlafen auch nicht so richtig zu denken. Muss halt dann schon in den Schlafsack kriechen, wenn es dunkel wird. Dann also ganz früh. Oder genau, wegen im Winter. Keine Mücken, da, okay. Keine Sonne. Kein Licht. Ich bin im Februar gestartet. Ich habe lang bis zu dieser Sendung noch nicht an Norwegen gedacht, aber das wird sich bestimmt ändern. Aber was machen Sie mit den Mücken? Also meine Hängematte hatte ein integriertes Moskitonetz. Und wie schon, ich bin im Februar aufgebrochen. Also gerade die ersten Wochen, Monate war das überhaupt kein Thema. Und ich würde aber noch mal gerne wissen, also weil ich finde, Zelt und freier Himmel ist noch mal ein Riesenunterschied, eben wenn man draußen schläft. Also ein Zelt, da, also es ist ja wirklich nur so eine hauchdünne Plane, die einen da umgibt. Aber es macht eben einen Riesenunterschied. Guido schüttelt die ganze Zeit angeekelt den Kopf. Guido. Zelt schon, aber freie. Das würde ich überhaupt nicht schaffen. Erstmal ist es doch kalt, denke ich. Dann regnet es. Und dann, wenn ich da liegen würde, ich habe auch so Angst vor so kleinen Dingern mit Schwanz, die rennen. Da hätte ich Angst. Mäuse und Ratten oder was? Alles, was so klein mit dem Schwanz, kann ich nicht. Und dann so Nager, das kommt doch auch da an. Dann wirklich auch im Winter einfach. Da ist doch gar nicht so viel. Ich war als Kind schon dagegen, wirklich. Das nie gemacht. Es gibt ein gelobtes Land, Norwegen. Da kann man so schön wohnen, wirklich. Das habe ich da schon schön gewohnt in Norwegen. Nein, nein, da will ich auf keinen Fall, da bin ich nicht dabei. Als Kind sollte ich einmal im Zelt schlafen, hatte meine Mutter die alle Kinder in den Garten. Ich dachte, das abends, also das fand ich auch noch süß, so erst mit dem, dachte ich, bin so ein Native American, würde man heute sagen, habe ich so gesessen und da dachte ich so um 8:45, dachte ich so, mir reicht es jetzt aber auch. Habe ich hübsch gesessen und meine Eltern, die anderen da gefroren. Nee, ich finde es aber toll, wenn man es macht, aber ich wäre überhaupt nicht dafür. Also, muss vielleicht mal länger, wenn dann die Sterne rauskommen und anfangen zu funkeln. Das kann ich auch gut, ich mache die Terrasse, guck raus. Also, da will ich ein Panoramafenster nehmen.
Aber ich finde es toll. Ne? Aber es ist nass auch, oder? Was mich mal interessiert, es regnet doch auch. Ist ja nicht nur hübsch und schön und warm. Dann liegt man da im Olivenhain und denkt, ach du Scheiße. Da hatte ich so eine kleine Plane mit, die habe ich dann gespannt. Man lernt aber in dem Buch, dass die Plane leider zu kurz war, die Hängematte nass geworden ist an den Enden. Und man kennt das ja von so einer Hängematte, sich die Feuchtigkeit dann von den nassen Enden so langsam in die Mitte durchgezogen hat, bis dann auch der Schlafsack nass war. Das war schön. Also nein, also die Nächte, die meisten, ich habe mir das vorher auch romantischer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die meisten Nächte waren wirklich anstrengend. Aber dafür waren die Tage umso schöner. Also man ist halt morgens, ich bin dann aus dem Schlafsack gekrochen, durchgefroren, wenn dann die ersten Sonnenstrahlen kommen. Also ich habe mich selber total gewundert, man war sofort voller Energie, auch wenn man die Nacht vielleicht 2 Stunden, wenn überhaupt, geschlafen hat, war auf einmal wie vergessen, weil man eben direkt in einer tollen Landschaft, tollen Umgebung aufwacht. Und das fand ich selber ganz faszinierend. Ich habe es wirklich auch so ein bisschen als Experiment gesehen, diese Reise. Und ich war aber tagsüber, ich war echt immer gleich energiegeladen und hatte auch gute Laune. Also ich hatte einen Heidenspaß, wenn man sich das nicht vorstellen kann. Du hast ja gerade auch gesagt, doch, komm schon von hinten. Also einige können das, ich kann das auch nachvollziehen. Was ich aber interessant finde ist, ich kann das nachvollziehen, ich finde das schön, ein Naturerlebnis. Hast du schon mal unter freiem Himmel? Nee, aber das will ich jetzt machen. Ich habe früher immer im Garten von meinem Vater gezeltet. Und ich habe den ganzen Sommer, aber nur im Sommer, das Zelt da aufgebaut und habe dann da gewohnt und habe Gruselromane gelesen und mich unfassbar gefürchtet und so war so sehr, dass ich mich gar nicht getraut habe, nach Einbruch der Dunkelheit wieder ins Haus zurückzugehen, weil ich das Zelt nicht verlassen wollte. Was hast du denn so gelesen auf deiner Fahrt? Krimis? True Crime? Ja. Nee, das habe ich tatsächlich gelassen. Also weil so ganz abgebrüht bin ich auch nicht. Also gerade die ersten Nächte, was Angst angeht, ich lag da auch manchmal, wenn man da alleine im Dunkeln irgendwo im Wald, dann liegt natürlich... Es ist laut. Es ist, ja. Es ist laut, ja. Und man kriegt halt wirklich alles um sich herum mit, da knistert es. Und dann habe ich aber wirklich gelernt, dass das Trainingssache und Gewohnheitssache ist. Das heißt, man kann die Geräusche ausschalten nach einer Weile? Ja, also der Körper auch, das war ganz witzig zu sehen, die ersten Nächte, jeder Windhauch, jedes Geräusch, auch wenn ich keine Angst hatte, sofort waren die Augen wieder auf, man hat nicht so in den Schlaf gefunden, aber das war Gewohnheitssache. Ich habe wirklich zum Schluss, die zweite Hälfte der Reise, habe ich 8 Stunden durchgeschlafen, weil der Körper sich da einfach dran gewöhnt. Dass du immer so auf die Geräusche gehst, finde ich interessant, weil ich als Frau denke die ganze Zeit, wenn man sowas alleine macht, ja, du bist eine wirklich schöne Frau und dann in irgendwelchen fremden Ländern, wo man ja jetzt auch keine, ich sag mal, soziale Kontrolle hat, dass da einer guckt, ob man morgens auch noch da ist. Hast du da keine Angst gehabt, dass dir was passiert, dass dich jemand überfällt oder noch Schlimmeres? Also ich hab abends immer ein bisschen geguckt, dass jetzt nicht unbedingt... Keiner, okay. Also, oder wie? Ist ja wirklich keiner. Also ich habe mir ja... Ich hab mich. Aber kann doch einer kommen? Nee, wer kommt dann? Also wer Strom hat da nachts? Ist ja keiner so bescheuert wie ich. Nein, also ich habe immer geguckt... Das liegt auch daran, vielleicht, dass wir mit anderen Märchen noch aufgewachsen sind, als die Kinder heute. Welches Märchen meinst du? Böser Wolf und irgendwelche Monster und so weiter. Also, ja, das also ist alle aber auch tatsächlich, da habe ich mehr Angst vor gehabt. Also es klingt total lächerlich. Also ich habe dann mehr so Hexengeister. Ja, sowas, so. Also völlig bekloppt, aber das setzt mir mehr zu, wenn ich da auf einmal, wenn der die Gedanken dann einfach machen, was sie wollen. Aber ich habe ja schon mehrere Reisen gemacht und mir sind zum Beispiel öfter schlechte Sachen passiert, wenn ich in irgendeinem Hostel, in einem Schlafsaal in einer großen Stadt war. Also da passiert einem dann eher was, als wenn du da irgendwo nachts im Wald liegst. Und wie, mit jeder Nacht, die man ja eben verbringt, nimmt dann eben auch diese Angst ab, weil man ja merkt, okay, es klappt, also es passiert ja nichts. Das sind auch die ganz versteckten Kameras drinnen, ne? Den Seifen verbaut, in einem Duschgel. In den Hostels. Also genau, da muss man wirklich aufpassen. Ja. Wirklich? Nein, Judith, das war ein Witz. Nein, ich glaube nicht. Er guckt ganz ernst. Gibt's wirklich, leider, ja. Also haben wir zunehmend mit zu tun, dass gerade bei Airbnb und eben den Hostels, die du gerade erwähnt hast, eigentlich viel gefährlicher ist als die freie Natur. Ja. Oje, oje. Also okay, es ist eine völlig neue Gefahrensituation, die sich hier ergeben in der Stadt. Nur noch unter freiem Himmel, wo keine Kameras sind. Aber ich meine, das ist ja jetzt die eine Sache. Ne? Man hat so einen Traum, man hat eine Sehnsucht, man setzt die um, man geht los mit seinem Rucksack. Und dann kommt die erste Nacht.
Wie war die? Ich weiß es schon, weil ich habe dein Buch gelesen. Also erstmal kam ja der erste Tag. Da ging es halt wirklich, also die Anfangszeit von so einer Reise, finde ich wirklich, ist immer wirklich die härteste Zeit. Erstmal eben wirklich überhaupt loszukommen, diesen Traum eben in die Tat umzusetzen. Und dann wird man eben sehr schnell von der Angst vor der eigenen Courage dann überwältigt. Und ja, ich weiß, ich habe hier meinen Rucksack ja auch mal mitgebracht. Also es hat, glaube ich, es hat eine halbe Stunde gedauert am ersten Tag, wo ich losmarschiert bin, wo ich schon gedacht habe, oh Gott, wie zur Hölle soll ich denn mit diesem dicken Ding bis nach Norwegen laufen? Wie viel wiegt der denn? Also ich habe ihn jetzt gepackt, das sind 18. Kannst du den mal hochnehmen? Möchtest du den mal hochnehmen? Ja. Ach, ich merke schon. Moment. Okay, für mich völlig normal für zwei Tage. Aber damit jetzt 5 Monate durch Europa auf dem Rücken, stelle ich mir schwierig vor. Gewohnheitssache. Aber ja, ich habe zu Anfang dann auch gedacht, oh Gott, was hast du dir da selber eingebrockt? Und auch die erste Nacht, also ich habe den ganzen Tag über, weil ich bin auf Zypern ja gestartet, bin den ganzen ersten Tag nur durch Ferienhäuser, Hotelanlagen gelaufen, es war wirklich dicht besiedelt. Und da fragt man sich dann, okay, wo soll ich denn hier jetzt heute Nacht schlafen? Und die erste Nacht habe ich dann wirklich direkt am Wegesrand, endlich kam dann eine kleine Bucht, da war so ein kleiner Grünstreifen neben mit hohem Gras. Ich habe 1 Meter neben dem Wegesrand in einer Hockstellung im hohen Gras und geguckt, dass kein Spaziergänger, kein Jogger kommt und da mein Lager hergerichtet. Zypern kann so hübsch sein. Also, was hatte ich da eine gute Zeit? Also schön, ich dachte, du bist in Recklinghausen los. Ich dachte jetzt, du bist von hier aus. Wo lebst du? Wo ist dein Homebase? Ich habe bis vor einem Jahr hier in Bremen gelebt. Ich dachte, du wärst von Bremen los. Dann hast du gedacht, oh Gott, jetzt bin ich ja schon fast in Hamburg. Achso, du bist in Zypern. Es war ja Februar und deswegen bin ich in den Süden geflogen und dann quasi meinen Weg hoch. Okay, das ist ja okay, aber trotzdem nicht schön. Ich meine, die ganze Runde sitzt hier und hat nur einen Gedanken, wie sie Guido eine Freude machen kann. Und zwar mit einem Gutschein, schlafen unter freiem Himmel an einem Ort deiner Wahl. Soll ich dir was sagen, Giovanni? Ich könnte das eigentlich zu Hause machen. Ich mache das Fenster auf das geht und tief nicht. Denke so, Guido, jetzt, ich kenne das Gefühl auch. Morgens, wenn ich wach war, habe ich schon im Landhotel schön in die Natur geguckt morgens. Wo ich dachte, mein Gott, ist das attraktiv hier. Und dann hatte ich auch dieses Gefühl von, ich bin da. Also ich mag das, ich kann das verstehen, aber ich hätte irgendwie das Gefühl, dass mir irgendwann kommt der Moment, jetzt will ich aber auch, dass es warm ist und dass es nicht kalt. Und jetzt hätte ich irgendwas gegessen und dann denke ich, oh Gott, jetzt... Wenn du dann einfach so ein paar Strapazen zulässt und dich durch diese Anfangszeit durchkämpfst, dann passieren ganz tolle Sachen. Wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie in kummervollen Nächten an seinem Bette weinend saß, der kennt euch nicht die himmlischen Mächte. So ist es vermutlich. Ich dachte immer, nee, das ist aber so. Hey. Es ist so. Vielleicht ist es so, dass man dann ganz reduziert ist. Ich denke immer nur, also für mich wäre der schlimmste Mäuse, muss ich ehrlich sagen. Der Rest, wie ich sage, das kriege ich auch noch hin. Aber hast du nie das Gefühl gehabt, dass du da lagst und dann... Das sind ja Nagetiere. Guido ist wieder bei den Mäusen und den Ratten. Hätte ich in die Psychiatrie bringen können. Hätte ich eine Maus im Schlafsack, wäre ich raus. Ne? Also, ein Wildschwein. Da habe ich tatsächlich gedacht, ich hätte Magenknurren. Ich lag in der Hängematte und ich hatte die ganze Zeit immer so... Ich so, Mensch, hast du schon wieder Hunger? Bis dann meine Hängematte... langsam angefangen zu wackeln und immer was gegengestoßen, bis ich mit, okay, das ist kein Magenknurren, da grunzt so ein Wildschwein. Das war wirklich schön. Ich bin wirklich gespannt, was er merkt die ganze Zeit. Jeder bekommt immer mehr Lust auf dieses Abenteuer. Lass uns mal rüberwechseln zu Friedrich Merz. Er guckt die ganze Zeit zu, lacht sich so ein in den Bart. 1.000 Euro für die Gedanken. Ja, ich denke darüber nach, wie ich... im Arnsberger Wald 2 Bäume suchen würde und eine Hängematte dazwischen hängen würde und denke mir genau dasselbe wie er. Außerdem, ich kann nicht gut auf dem Rücken schlafen. Muss man? Das kann ich wirklich nicht. Ja, ich kann nicht auf dem Rücken schlafen. Und damit ist die Hängematte wahrscheinlich für mich kein geeignetes Schlafmittel. Aber auf der Isomatte kann man auch in Seitenlage schlafen, oder? Das kann man ein paar Nächte machen, aber dann tun auch die Hüftknochen. Also kommt auf die Isomatte drauf an. Ich habe ja...
Ich hatte ja nur eine ganz dünne dabei. Ja, ich habe ja eher so Licht. Also wenn man, ich glaube, Herr Merz hätte die Möglichkeiten, in bessere Ausrüstung zu investieren als ich. Ja. Da wäre bestimmt eine Isomatte drin, mit der man auf der Seite schlafen kann. Können wir kurz noch über Hygiene sprechen? Gerne. Also so sich zu erleichtern in der freien Natur, das ist ja kein Problem, ne? Das kann man ja mal so machen. Aber duschen, sich mal zwischendurch irgendwie in eine heiße Badewanne legen, weil du warst ja auch wirklich bei kalten Temperaturen unterwegs. Einmal war so ein Kältesturz, dass du die ganze Nacht, beschreibst du in dem Buch, bebannt in deinem viel zu dünnen Schlafsack gelegen hast. Wie bist du damit umgegangen? Also das war ja eben, oder das konnte man eben auch nicht planen. Vielleicht erinnern sich da noch, also März 2022, da war eben in der Türkei, in Istanbul, Athen, war wirklich Schneechaos, war hier auch in den Nachrichten. Mhm. Und da lag ich eben in der Südtürkei in meinem 15-Euro-Discounter-Sommerschlafsack. Daran haben wir nicht gedacht, Konstantin, in den Nachrichten, oder? Als wir über den Schneesturm gesprochen haben. Nee, das nicht. Also ich muss gerade die ganze Zeit auch, deswegen höre ich so gespannt zu, ich habe eine ganz schlimme Woche mal gehabt, wo ich in der arabischen Wüste, das war nicht ganz unter freiem Himmel, aber es war auch kein richtiges Zelt. Es gab nur so eine Art Plane drüber. Und da habe ich eine Reportage gemacht mit Wissenschaftlern, die da geforscht haben. Das waren 7 Tage. Und ich habe ehrlicherweise, also weil sie sagt, man gewöhnt sich dran, ich habe mich überhaupt nicht dran gewöhnt. Ja, die Kälte, also, ich war so fertig nach einer Woche, weil ich keine Nacht eigentlich wirklich geschlafen habe. Und vor eben, Kälte? Nee, tatsächlich die Geräusche, ne? Und die, also man hört ja Tiere, die unten krabbelten, es war ja offen. Und man sah auch die Spuren immer am nächsten Morgen, dass da was durchgegangen ist und geschlängelt ist. Und diese Plane, die es aber gab, und in der Wüste war ja eben Mondschein, projizierte dann nachts auch so wechselnde Schatten, die vorbeizogen. Super. Ja, Hyänen, Kamele offenbar, also eine gewaltige Größe. Und alle anderen, diese Wissenschaftler, haben geschlafen wie die Steine. Und ich saß die ganze Nacht dann nur und da habe ich dieses Lichtschmied über beobachtet. Es war schrecklich. Also ich habe 3 Kreuze gemacht, als ich wieder die Tür zumachen konnte. Aber die Wissenschaftler, wie gesagt, die waren auch da und haben das auch so beschrieben, als ganz erfüllend. Und ja, aber vielleicht ist es eben eine individuelle Vielleicht ist es eine Typsache ein bisschen, ja. Aber man kann sehr viel üben, trainieren. Also wenn man da einfach Lust zu hat, ist da viel Judith und ich bereiten uns ja auf die Sendung vor. Oder versuchen es jedenfalls mit der gesamten Redaktion. Weißt du, was so wahnsinnig komisch ist? Das Schlusswort war, und am Ende dieser Runde mit dir werden alle begeistert sein von der Vorstellung, unter freiem Himmel zu schlafen. Genau das scheint mir aufgegangen zu sein. Warte, ich versuch's mit der Abschlussfrage. Was war das erfüllendste, schönste Erlebnis auf deiner gesamten Reise? 10.000 Kilometer, ne? 2.000 davon zu Fuß. Also ich hatte, ich nenne es immer magische Momente. Also ich hatte wirklich so 2, 3 wirklich magische Momente. Und einer davon, das war im Sotscha-Tal in Slowenien. Da hatte ich halt vor meiner Reise bei den Reisevorbereitungen einfach ein paar Bilder gesehen, da vom Triglav-Nationalpark und eben die Sotscha, das ist so ein Fluss, der ist türkisblau, manchmal smaragdgrün und fließt da wirklich durch ein wunderschönes Bergtal mit tollen Berggipfeln rechts und links. Und ich hatte aber eben bei den Planungen dieser Reise wirklich große Zweifel, ob ich da denn überhaupt hinkommen werde. Und das war aber so ein ganz wichtiges Ziel für mich. Da wollte ich eigentlich unbedingt hin. Und als ich dann eben zum ersten Mal an diesem Flussufer stand und dieser türkisblaue Fluss an mir vorbeirauschte, weiß ich immer noch gar nicht, was da bei mir passiert ist. Also mir liefen plötzlich auf einmal die Tränen übers Gesicht. Man war so völlig erfüllt von purem Glück und Dankbarkeit. Und ja, und da hatte ich so ein ganz eigentümliches Gefühl, okay, ich bin angekommen. Also all die Strapazen, all der Schweiß, die Tränen, die harten Nächte, das war es allein für diesen einen Moment, was das komplett wert. Okay, ich komme mit das nächste Mal. Johanna Geil, danke schön. Das ganz gut erklären. Oh ja, hier Psychologe. Genau. Da ist auch viel drüber geschrieben worden, dass eben diese Erlebnisse in der Natur in Einsamkeit, eine Woche reicht nicht, aber länger, dass das etwas mit dem Nervensystem macht, was eben über dem oder unter dem Bewusstsein liegt. Das heißt, die wahrnehmbare Angst ist die eine Sache.
Aber das Nervensystem, das braucht einfach die Information, das ist nicht gefährlich. Und das geht über Zeit. Und wenn das grundlegend passiert, passiert oft das, was du erfahren hast, das ist fast wie so eine spirituelle Erfahrung. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als das Nervensystem in Frieden kommt. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Und eine Sache noch, waschen, nicht, wenn es ganz kalt ist. Das machen wir nachher, wenn wir zusammen reden. Weil jetzt reden wir nicht über die Einsamkeit der Macht zum Beispiel, sondern wir reden über Friedrich Merz. Herzlich willkommen. Selbst in der Sendung haben Sie mich gefragt, wann war ich denn eigentlich hier? Ich kann Ihnen sagen, vor 20 Jahren, also im Jahr 2004. Und ich kann mich ganz gut erinnern, aber Erinnerungen verzerren ja manchmal die Realität. Deshalb habe ich mir angeschaut, was wir damals so besprochen haben. Die gute Nachricht ist, man kann uns, wenn auch mit ein bisschen Mühe, beide noch erkennen. Okay. Das andere ist, dass ich damals, aber ich glaube, das einzige Mal in meinem Leben, so etwas wie ein prophetisches Talent gezeigt habe. Und wissen Sie warum? Nein. Schauen Sie sich das an. Ich glaube, es werden Sie viele vermissen in der Politik, aber wir sind sicher, Sie sind bald wieder da. Dankeschön, Herr Merz. Wir haben gerade über Ihren Ausstieg damals geredet. Na, das war 2004, aber da bin ich noch ein bisschen, 5 Jahre noch bisschen geblieben. Aber das geblieben. Ist sozusagen ja. Von den ganz wichtigen Ämtern zurück. Ja, das war Ende. Ich habe nur gedacht, Sie kommen ein bisschen schneller zurück. Aber wir haben Sie ja wieder hier. Insofern, ich lag richtig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich hätte dagegen gehalten damals. Sie hätten das, eben. Gut, dass Sie das nicht getan haben. Sie haben die Wahl. Wollen wir einsteigen mit einem Gespräch über das erste Fernsehduell Biden gegen Trump oder mit Markus Söder bei Inas Nacht? Biden-Trump. Biden-Trump, okay. Sie mussten aber länger überlegen. Nee, ich habe deswegen länger überlegt, weil ich beides nicht gesehen habe. Wirklich, waren Sie nicht neugierig? Nee, ich habe es mir heute Morgen angeschaut. Was denn von Biden? Biden-Trump. Biden-Trump. Ja. Inas Nacht haben Sie nicht mal... Habe ich nur gelesen, dass Markus Söder besser singen kann, als ich es ursprünglich dachte. Ja. Okay, okay. Ich habe es mir auch angeschaut und war schwer beeindruckt, aber dazu vielleicht später. Aber Biden-Trump, waren Sie erschrocken, als Sie das Duell gesehen haben? Ja und nein. Also ich habe es ein bisschen befürchtet, dass es so geht. Und es ist ja eine merkwürdige Geschichte, dass in einer der ältesten Demokratien der Welt da jetzt zwei Leute wie Trump und Biden um das Präsidentenamt ringen. Also ich finde es etwas bizarr. Dieses Land hat so viel Talente, aber da sind jetzt diese beiden, die übrig geblieben sind und um das Präsidentenamt, ja, vielleicht der mächtigsten Nation der Welt ringen. Ich finde es etwas, mich beschwert. Und weil Sie gerade das Wort bizarr benutzt haben, wer von den beiden wäre denn im Amt für Sie etwas bizarrer? Naja, also ich meine, wir haben Trump erlebt, 4 Jahre, und jetzt Biden. Biden ist berechenbarer. Aber er ist natürlich mittlerweile ein wirklich alter Mann. Und man stellt sich die Frage, ist er diesem Amt noch gewachsen? Das stellt man sich bei dem anderen auch. Bei dem anderen, aber aus anderen Gründen. Mhm. Trump wird, wenn er gewählt wird, und ich gehe davon aus, dass er gewählt wird. Sie gehen davon aus, dass er die Wahl gewinnt. Warum? Ich glaube, dass das auch in der letzten Nacht mit entschieden worden ist. Mhm. Wenn die Republikaner bei Trump bleiben und die Demokraten bei Biden, dann wird es dieses Duell geben. Und es wird gnadenlos. Die amerikanischen Wahlkämpfe sind ohnehin noch viel härter als unsere. Und dann wird Trump besser vorbereitet ins Amt kommen als vor 8 Jahren. Mhm. Vor 8 Jahren war er nicht gut vorbereitet. Er hatte auch kein Team. Das hat er diesmal. Die große Gefahr ist, dass aus seinem Team die Leute versuchen, ihm besonders gut zu gefallen und dann noch strammer sind als er selbst. Mhm. Also da werden eine ganze Reihe von großen Herausforderungen auf uns zukommen. Mhm. Dass Leute versuchen, ihm zu gefallen, ja? Stellen Sie das auch bei sich selbst fest? Dass, es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass Sie ein noch wichtigeres Amt in Zukunft ausfüllen könnten als jetzt. Fangen gewisse Leute an, besonders freundlich zu Ihnen zu sein?
Es gibt sogar Journalisten, die netter werden. Wir treffen uns alle 20 Jahre. Also ich fühle mich nicht angesprochen. Ich habe sie auch gar nicht gemeint. Nee. Naja, sagen wir mal so. Wir haben im nächsten Jahr die Chance, nach bereits 4 Jahren eine Regierung wieder abzulösen. Ich bin ja 2002 auch bei Stoiber im Team gewesen. Das haben wir damals auch versucht. Das ist dann nicht gelungen. Diesmal kann es gelingen und die Union hat auch aus diesem schrecklichen Wahlkampf 2021 die Konsequenz gezogen, dass wir nicht streiten dürfen. Und die Geschlossenheit. Noch nicht, da sind wir wieder bei beiden, den Kandidaten im letzten Moment noch. Ja, aber da bin ich nur mit Markus Söder wirklich einig, dass sich das nicht wiederholen darf, was wir 2021 da erlebt haben. Und ich habe nun sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir ein gutes Binnenklima schaffen, sowohl in der Bundestagsfraktion als auch in der Partei. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ich sage auch den Kolleginnen und Kollegen immer, wir sind hier nicht für uns da, wir sind für das Land da. Und wir haben einen Auftrag, der geht über unsere eigene Partei hinaus. Gut, also Sie wissen ja, dass wir zwar nicht ganz Inas Nacht sind, aber ein Unterhaltungsformat. Und trotzdem sage ich Ihnen, ich erspare Ihnen die Frage, ob Sie wahnsinnig gut im Bett sind, was bei Inas Nacht die Frage an Herrn Söder gestellt worden ist. Sie haben es gelesen. Und ich fordere Sie auch nicht dazu auf, Freddie Quinn, sie hieß Mary Ann, zu singen. Mhm. Aber würden Sie sich trauen, in so ein Format zu gehen? Ja, vielleicht. Ja, können Sie singen? Es kommt darauf an, was ich singen soll. Ich kann wahrscheinlich morgens unter der Dusche besser singen als abends bei Inas Nacht. Aber was ist denn so in Ihrem Repertoire? Was ist in meinem Repertoire? Geburtstagslieder. Bisschen wenig, aber wozu kommen Sie mehrfach im Jahr, wenn Sie eine große Familie haben? Da kommen Sie doch erst dazu. Drei Töchter und ich glaube sieben Enkelkinder. Nein, ein Sohn, zwei Töchter, okay. Sieben Enkelkinder. Sieben Enkelkinder, ja. War ich richtig. Und meine Frau lebt auch noch, hat auch regelmäßig Geburtstag. Bitte, das soll auch lange so bleiben. Ja. 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 Ja, aber würden Sie sagen, dass Markus Söder das Lied einstudiert hat oder kam das spontan? Das weiß ich nicht, da müssen Sie ihn fragen. Wie gesagt, ich habe es nur gelesen, dass er dort angeblich gut gesungen hat. Das glaube ich sogar, aber den Rest müssen Sie ihn fragen. Nein, ich bin... Ja, ja. Doch. Ja, ja. Also, wenn ich Sie wäre, das wäre das Erste, was ich morgens gemacht hätte, zu gucken, was hat denn der wieder angestellt. Aber er hat. Ja, sehen Sie, aber da sind Sie genau an der Stelle, wo wir nicht sind. Wir haben eben wirklich, es gibt eine vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit. Ich muss nicht jeden Morgen. Mal, wenn du einen engen politischen Freund hast, wie Sie in Markus Söder, da ist man doch neugierig zu erfahren, absolut, wie der singt. Absolut. Dass man da nicht drauf geht, das kann man überhaupt nicht fassen. Schon die Formulierung stimmt nicht. Wir sind Kollegen, wir sind altersmäßig ziemlich weit auseinander, wir sind Parteifreunde. Wir verstehen uns wirklich gut, aber wir haben privat relativ wenig miteinander zu tun. Das ist auch normal. Wir sehen uns auch gar nicht so häufig. Er ist in München, ich bin in Berlin. Also wir haben eine sehr gute, professionelle, gute Zusammenarbeit. Ja, aber deswegen gucke ich nicht jeden Morgen gleich, was hat Markus Söder gemacht. Der guckt übrigens auch nicht jeden Morgen nach, was hat Friedrich Merz gemacht. Sie singen ja auch nicht und bekommen auch nicht so unanständige Fragen. Ja, er geht ja auch früher ins Bett als ich. Genau, ja. Das war nämlich die Antwort von Söder, die aber gekonnt war. Absolut, war gut, schlagfertig super, sind super wir beide. Okay, wir kommen mehr zu seriöseren Fragen und Sendungen. Bei Markus Lanz hat, Markus Söder ist dann aber das letzte Mal, dass ich Sie mit Söder quäle. Sie quälen mich nicht mit Söder. Okay, hat Markus Lanz ihn gefragt, sagen Sie mal, so Fußballfragen gestellt, wer wäre denn was in der Mannschaft? Und dann hat er gesagt, auf dem Fußballfeld sinngemäß wird wahnsinnig schnell geahndet, wenn ein Foul passiert. Und in der Politik wird gefault, was das Zeug hält. Und dann hat er auch gesagt, was er macht, wenn er diese Fouls erlebt. Haben Sie das mitbekommen? Nee. Er hat gesagt, man muss irgendwie weitergehen. Ist das Ihre Erfahrung auch, dass wahnsinnig gefault wird? Ja, ich finde, das ist auch eine Überzeichnung. Natürlich, es wird mit harten Bandagen gekämpft, wird es aber in anderen Berufen auch. Hm. Ich vermute mal, im Journalismus gibt es das auch. Es gibt Leute, die überleben und es gibt Leute, die aufgeben. Und da muss man wissen, was man tut. Ich habe mich entschlossen, das noch mal zu machen. Und ich in drei Anläufen. Also da muss man schon ganz schön was wegstecken können. Ja.
Kann ich. Na, ich meine, ich sinniere gerade über, ja, kann ich, weil ich, ich zu meiner größten Überraschung dann gelesen habe, dass es dann aber auch Momente gibt, wo Sie offenbar sehr, sehr empfindlich reagieren, wenn Sie sich von einem Parteifreund zum Beispiel gefault fühlen. Große Geschichte der Kollegen vom Spiegel, dass Sie, nachdem ein Ministerpräsident eines größeren Bundeslandes vor einem kleinen Parteitag einen Artikel veröffentlicht hatte in der Zeitung von geschätzten Kollegen, Sie so sauer waren, dass Sie überlegt haben oder gesagt haben, wozu mache ich das eigentlich? Am liebsten würde ich hinschmeißen, jetzt so sinngemäß. Ja, also dieser Artikel. Wäre das schlimm, wenn man sagen würde, ja, ich habe eine empfindliche Seite, das hat mich geärgert? Also erstens mal, dieser Artikel im Spiegel, der stimmt vielleicht zur Hälfte. Also viel davon ist übertrieben. Aber eines stimmt, ich bin empfindlich, wenn in den eigenen Reihen Arbeit durch Illoyalität schwer gemacht wird. Das mag ich nicht. Ich bin umgekehrt, glaube ich, auch sehr loyal. Aber ich erwarte das auch umgekehrt. Und wissen Sie, wir leben in sehr anspruchsvollen Zeiten. Die Politik steht unter Druck wie lange nicht. Mhm. Und wenn dann die Arbeit unnötig schwer gemacht wird durch Illoyalitäten in den eigenen Reihen, dann halte ich das einfach für unmöglich. Und das, ich mag es nicht. So, und ja, an der Stelle bin ich empfindlich. Und da stehen Sie auch dazu? Absolut. Ich meine, das, nehmen Sie es als Stärke, nehmen Sie es als Schwäche. Ich will es gar nicht interpretieren, aber ich mag es nicht. Mhm. Okay. So, und ich bin ein viel harmoniebedürftigerer Mensch, als ich so häufig gezeichnet werde. Ich fühle mich, ich sage es mal andersherum. Wir sehen uns in der Politik mehr als unsere Familien. Und ich möchte mich in einem Umfeld bewegen, in dem ich mich wohlfühle, wo ich auch mit Menschen zusammenarbeite, die ich mag und mit denen ich gut hinkomme. Ich quäle mich da ja nicht durch den Tag. Mir macht das Freude. Mhm. Mir macht es auch Freude, weil ich mit Menschen zusammenarbeite, mit denen ich gerne zusammenarbeite und die mit mir hoffentlich auch. So, und das ist eine Atmosphäre, die ich brauche. Ich bin sehr viel mehr, als man mir so nachsagt, auf eine gute Arbeitsatmosphäre angewiesen. Und die gebe ich, die erwarte ich aber auch. Und merken Sie die Leute, wenn Sie sie nicht mögen? Weiß ich nicht. Vielleicht ja. Ja, also sind Sie... Sie sagen mal, positiv gewendet. Ich denke mal, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen werden das bestätigen und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Sie merken, dass ich sie mag und dass ich gerne mit ihnen zusammenarbeite. Und dass es einen Unterschied gibt im Verhalten dann? Natürlich. Und daraus können Sie... Und das ist keine Umkehrschluss. Das ist keine Einbahnstraße. Ja. Ja. Herr Merz, ich habe natürlich 1000 Fragen an Sie, aber ich habe einen Auftrag bekommen. Der kam spontan rein. Von wem? Und zwar von Bahnreisenden gestern. Von Bahnreisenden? Ja, Sie wissen, wir hatten ein größeres Unwetter hier. Und die Strecke zwischen Hamburg und Bremen, also die Zugfahrt dauert normalerweise eine Stunde. Das hat sich ein bisschen verlängert, weil der Zug über Hannover umgeleitet wurde. Und, das liegt ja auch auf dem Weg. Ja, in diesem Zug saßen 5 reizende, engagierte Lehrer mit ihren zum größten Teil noch minderjährigen Schülern, darunter auch eins, der schwer behindert war. Und die kamen, also die waren sollten abfahren um 17.46 Uhr. Um 10:30 kamen sie in Bremen an. Also das ist schlimm genug, aber zu verkraften. Und dann kam aber kurz vor Bremen. Dieser Zug sollte dann bis nach Köln fahren. Das ist der ICE nach Köln mit Stationen über Münster und Düsseldorf, wo sie aussteigen wollte. Und kurz vor Bremen kam die Ansage, dass der Zug leider nur bis Dortmund fährt. Und die Leute, die nach Düsseldorf wollen, die sollen doch bitte aussteigen in Bremen. Dann sollen sie ungefähr 2 Stunden warten und dann kommen sie vielleicht nach Düsseldorf. So, und die waren einfach verzweifelt, weil es hieß, irgendwie so um 3 oder später als 3 anzukommen, mit zum Teil ukrainischen Schülern, die keine Eltern haben, die da mit einem SUV stehen und die abholen. Also wissen einfach nicht, was sollen wir machen? So. Und dann hatten die erfahren, dass sie morgen kommen und haben gesagt, sag mal, wie kann so eine Desorganisation? Und niemand hat denen geholfen, irgendeine Hilfestellung gegeben. Wie kann das kann man sich mit so einem Zustand im Land abfinden? Noch nie so eine lange Frage gestellt, aber eine Information will ich noch geben, weil ich gesagt habe, naja, aber es ist ja in gewisser Weise höhere Gewalt. Nein. Dann haben die gesagt, nein, nein, voriges Jahr
haben wir genau das Gleiche erlebt und da gab es kein Unwetter. Ich weiß nicht, ob Sie noch Zug fahren, weil Sie fliegen ja auch gerne. Naja, ich fahre eben sehr viel Auto, nicht? Und ich fahre mittlerweile von mir zu Hause mit dem Auto statt mit dem Zug. Ich könnte eigentlich gut mit dem Zug fahren. Ich könnte von Hamm nach Berlin in 3 Stunden fahren. Zurzeit fährt er, glaube ich, 4. Aber man kann sich auf dieses System eben leider nicht mehr verlassen. Aber und deswegen fahre ich eben sehr viel mit dem Auto. Das sagen sogar Sie. Was sagt denn das über ein Land aus, in dem die Bürgerinnen und Bürger, für die ist eine Glücksfrage bleibt oder ein Glücksspiel bleibt, ob sie pünktlich zu einem Termin kommen werden oder überhaupt zu einem Termin kommen werden oder nicht. Ja, und selbst die New York Times berichtet mittlerweile darüber, dass es ja, bei uns jetzt nicht während der, die Fußballfans beschweren sich weltweit und finden es merkwürdig. So, jetzt haben Sie aber die Gelegenheit, ein bisschen zu antworten auf eine Frage, die gefühlt 9 Minuten, aber ich habe diesen Auftrag der Lehrer und ich wollte ihn ausführen. Ja, Sie haben die Antwort ja schon mitgegeben. Sie haben sie natürlich mitgegeben. Es ist nicht akzeptabel. Und das ist ja das, was nun viele Menschen in unserem Land erleben, dass Teile unseres Staates nicht mehr funktionieren. Und da ist die Bahn ja nur ein Ausschnitt. Man muss dann in die Schulen schauen und viele andere Dinge sich anschauen. Krankenhäuser, Altenheime. Meine Eltern sind beide hochbetagt in einem Altenheim. Jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuche, beschwert sich meine Mutter. Mein Vater ist da etwas weniger betroffen. Erklären, aber dass der über 100 schon ist. Ja, der ist 100, ja. Und Ihre Mama ist, glaube ich, 97? 96. So, fast. Beschwert sich darüber, dass ständig das Pflegepersonal wechselt und nicht genug da ist. Und das ist ja das, was viele Menschen auch in Deutschland so stört und auch zu Wahlverhalten führt, das die meisten von uns nicht mögen. Und die Bahn ist ein Teil des Problems. Das ist ein hochkomplexes System. Wenn sie funktioniert, ist es fantastisch. Ich bin früher sehr, sehr, sehr gerne Zug gefahren, wirklich auch viel und gerne Zug gefahren. Aber man kann sich auf dieses System eben leider nicht mehr verlassen und das macht die Menschen verrückt. So, und jetzt kommen meine Lehrer da wieder rein. Ja. Die haben gesagt, aber lassen Sie den Merz da nicht so schnell rauskommen. weil das dauert lange, dieses System wieder in Gang zu setzen. Das schafft keiner so auf die Schnelle. Und die waren 16 Jahre dran und hätten dieses Desaster doch eigentlich kommen sehen müssen. Ja, nun waren wir nicht 16 Jahre alleine in der Regierung. Es wird ja immer so der Eindruck erweckt, als ob wir da die absolute Mehrheit gehabt hätten. Das lag an der SPD und der FDP? Es lag auch an uns natürlich. Wir haben dieses System überfrachtet und unterfinanziert. So, und ich habe jetzt die Schlussfolgerung daraus gezogen. Wir haben im letzten Jahr im Fraktionsvorstand ausführlich darüber beraten. Wir haben einen konkreten Vorschlag gemacht, wie wir das ändern würden, wenn wir heute wieder in der Regierung wären. Wir würden das Netz und den Betrieb der Bahn voneinander trennen. Wir halten diesen sogenannten integrierten Konzern nicht für richtig. Das Netz muss aus unserer Überzeugung in die Hand der öffentlichen Hand, des Staates. Dafür muss der Staat sorgen und der Betrieb kann oben auf dem Netz auch im Wettbewerb stattfinden. Aber so wie es zurzeit geht, geht es nicht weiter. Es ist ein Investitionsstau von 2-stelligen Milliardenbeträgen. Vielleicht wäre es auch richtig, mal die Ansprüche runterzufahren, eben nicht mehr alle halbe Stunde, die wir geben, politisch. Okay, politisch. Ja, zu sagen, also nicht mehr alle halbe Stunde der ICE, sondern alle Stunde und dann pünktlich. Wir überfrachten die Bahn mit Erwartungen, die sie nicht erfüllen kann. Und nun muss man vielleicht objektiv mal eines dazu sagen. Das Regieaufkommen ist auch größer geworden. Naja, und man muss eines objektiv dazu sagen. Wir sind eines der wenigen Länder, das auf demselben Schienennetz Güterverkehr, Nahverkehr, Fernverkehr macht. Auf demselben Netz. Und wir sind zum Beispiel das Land, das die schwierigste Topografie hat auf der Nord-Süd-Achse. Durch das Rheintal zu bauen, ist eben außergewöhnlich schwierig. Andere Länder sind da, Norwegen ist ein Land, das einfacher eine Bahn bauen kann, Schweden, als das dicht besiedelte Deutschland. Sie haben gesagt, Sie haben eine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung. Sie haben gesagt, Sie haben ein Konzept, aber gehen Sie davon aus, dass die Menschen Ihnen glauben, dass Sie das anders und schneller in den Griff bekommen würden, als die Parteien, die es jetzt zu lösen hätten? Naja, wir haben ja, wenn man sich die Umfragedaten anschaut, einen Befund, der uns alle nicht ruhig schlafen lassen kann. Es trauen eine Mehrheit der Bevölkerung den etablierten Parteien die Lösung der Probleme in unserem Land nicht mehr zu. Also auch Ihnen nicht? Ja, natürlich, wir sind ja davon betroffen. Ja. So, das heißt, auch uns wird die Frage gestellt, würdet ihr das denn besser machen? Mhm. So, und wir müssen eben jetzt mit ganz konkreten Vorschlägen sagen, ja, wir trauen uns das zu, es besser zu machen. Es muss auch besser werden in vielerlei Hinsicht. Aber wir sind im Grunde am Rande der Krise unserer Demokratie. Unsere Demokratie steht auf dem Prüfstand. Viele Menschen trauen der demokratischen Ordnung unseres Landes nicht mehr zu, die Probleme zu lösen. Und da müssen wir jetzt
gute Angebote machen, Überzeugungsarbeit leisten und sagen, ja, wir trauen uns das zu. Mhm. Herr Merz, ich habe mir auch bei Ihnen die schwierigste Frage für den Schluss aufgehoben. Ihre Frau, mit der Sie so lange schon verheiratet sind und die für Sie auch immer Partei ergreift, Sie heute schon vor einiger Zeit. Ich bin ja gespannt, was jetzt kommt. Ja. Hat einem anderen Medium als das, was wir so kennen, verraten, dass sie sehr gut Spaghetti Frutti di Mare kochen soll. Und was ist jetzt das Schwierigste an dieser Frage? Ich bin noch nicht fertig. Erstmal bitte ich zu beachten, wer Ihnen diese Frage stellt. Ja. Ich bin voller Ehrfurcht. Und Ihre Frau hat auch noch gesagt, es gelingt immer. Mir gelingt es nicht. Deshalb frage ich Sie, wie geht das? Ja, also langer Anlauf für eine einfache Frage. Also meine Frau kann die Antwort der Frage nicht geben, weil sie es nicht immer mitbekommt. Ich mache es nämlich häufig, wenn ich in Berlin alleine bin. Ach so. So, deswegen kann meine Frau ein vom Hörensagen. Also meine Frau lebt vom Hörensagen. Und ich sage ihr dann abends, es war wieder gut. So. Aber es gelingt, indem sie vor allen Dingen die Nudeln nicht weich kochen. Ja. So. Soll ich sagen, was mir nie gelingt, oder sehr, sehr, sehr selten, ich kriege die Soße, die bleibt immer so flüssig. Die müsste aber sämig werden. Ja gut, um Gottes Willen kein Mehl da rein. Nein, ich bin nicht. Ich, klar. Also ich wüsste, du weißt gar nicht, wie man das buchstabiert. Und dann rate ich Ihnen einfach, geben Sie ein bisschen Weißwein rein und lassen Sie es länger köcheln. Mhm. Also das, was Sie als Soße haben wollen. Mhm. Sie sind wahrscheinlich zu ungeduldig. Ich habe mehr Geduld. Das ist, was uns beide unterscheidet. Ja, genau. Was wünschen Sie sich für die nächsten 12 Monate? Gesundheit? Also das wäre jetzt meine spontane Antwort gewesen. Ich bin wirklich... Sie sind ja schwer geprüft worden, denn Sie sind gestürzt. Sie haben sich das Schlüsselbein gebrochen. Sie haben monatelang nur, angeblich nur im Sitzen richtig Wochenlang, schlafen. Ja. Sie haben 6 oder 7 Schrauben hier gehabt und eine Platte. Ich habe das Schlüsselbein war das kleinere Problem. Ich habe mir horizontal die Bänder abgerissen in der Schulter. Oh, und trotzdem, sehr schmerzhaft muss das gewesen sein, und trotzdem haben Sie auch beim CDU-Parteitag sich da nichts anmerken lassen. Wäre das als Zeichen der Schwäche Ihnen ausgelegt worden, wenn Sie gezeigt hätten, Sie sind schwer verletzt worden? Naja, ich bin da mit einer Armbinde reingegangen. Ich habe übrigens eine Nacht draußen geschlafen. Warum? Ja, das will ich Ihnen sagen. Ich habe eine Nacht ein Bett gesucht, in dem ich liegen konnte. Und dann kam, und ich konnte in keinem. Und Kinderzimmer waren alle frei, aber Betten gingen nicht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wir haben draußen auf der Terrasse einen Gartenstuhl stehen. Und in dem könnte es gehen. Und dann ich musste so halb im Sitzen schlafen. Und dann bin ich wirklich mit meinem Bettzeug raus und habe in diesem Gartenstuhl übernachtet. Und da habe ich dieselben Erfahrungen gemacht, wie Sie befürchtet haben. Es gab keine kleinen Tierchen, aber es wurde feucht und kalt. Und ich habe dann wenigstens 2 Stunden, 3 Stunden geschlafen. Aber mehr muss ich das nicht machen. Okay, dann machen wir an dieser Stelle, setzen wir mal ein Semikolon. Okay. Und machen im Laufe der Sendung hoffentlich weiter. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht unser nächstes Gespräch bei 3 nach 9 nicht erst wieder in 20 Jahren haben. Weil ich weiß nicht, ob wir dann noch im Amt sind, Herr Merz. Vor allen Dingen in welchem? Aber ich bin sehen gespannt. Wir uns vielleicht im Heim. Das finde ich, das ist ein bisschen früh. Speak for yourself. Sie haben offenbar gute Gene und Ihre Eltern sind erst vor 3 Jahren, glaube ich, in ein Heim gewechselt. Und ich habe deswegen allen meinen politischen Freunden gesagt, auf eine biologische Lösung könnt ihr bei mir nicht hoffen. Vielen Dank. Ui. Um Gottes Willen. Ja, er bringt Glück. Ein Mordwerkzeug ist entstanden mit den Scherben. Wir kommen zum nächsten Thema. Denn es geht jetzt um Mord, Verbrechen und Moral. Und ich habe eine sehr kurze Frage für Sie. Herr Merz, besteht nur aus 3 Wörtern. Mögen Sie Krimis? Ja, wenn Mord. Oh, okay. Also es sollte Blut fließen, ja? Richtig spannend sein? Ja. Gucken Sie auch so True-Crime-Serien im Fernsehen? Nee. Wo so echte Verbrechen nochmal nachgespielt werden?
und nee. Aufgeklärt werden im Nachhinein? Der Mann guckt nicht mal Inas Nacht. Ja, weil er sagt, es muss ein bisschen heftiger sein. Mindestens Mord. Okay, Guido, du? Liebst du Krimis? Ich bin natürlich Aktenzeichen Y sozialisiert als Kind. Also das hat meine Opa und meine Oma, meine Mutter und Vater alle geguckt und ich dachte als Kind immer, oh Gott, morgen passiert's. Also ich war da so und guck das heute noch gern, denke ich, wir rufen Peter Ledetzky, denke ich immer sofort, komm, wir rufen ihn an. Also ich guck das auch, aber ich habe das eigentlich nicht so gern. Ich höre es gerne eher, also als Hörspiel habe ich es lieber. Visuell habe ich es nicht so gern, wenn ich ehrlich bin. Also da gucke ich oft weg, denke ich, oh Gott, bitte nicht und so. So Splatter-Dinger ist nicht meins. Aber wenn es gut gemacht ist und es wird gut erklärt, dann kann ich es hören, aber ich bin nicht so scharf drauf, wenn ich ganz ehrlich. Ich habe die gleiche Sozialisation wie du, wenn ich abends unterwegs bin und ich sehe irgendwie so ein komisches Auto irgendwo stehen, wo ich denke, dann schreibe ich mir auf das Kennzeichen und wo das war, weil ich immer denke, vielleicht in 2 Jahren bei Aktenzeichen Y fragt jemand, wer hat dieses Auto gesehen? Ich mache das genauso. Ich auch. Du auch? Ich kommentiere das schon. Machst du Fotos? Nee, Fotos, das mache ich nicht, aber ich schreibe es mir auf. Wirklich. Ich bin auch da, aber ich immer denke, Konrad Tönz ist auch noch dabei gewesen. Das ist ja das, was du da offenbar nie hörst, wenn du da machst. Ich liebe True Crime. Also auf der Reise selber, ich verzichte dann, wenn ich weiß, okay, ich plane jetzt irgendwo so 3 Stunden, dann mache ich es ein paar Wochen vorher nicht. Aber ansonsten Krimis, also ja. Okay. Das ist perfekt, weil wir sind mitten im Thema. Das ist nämlich ein Thema, was unglaublich viele Menschen beschäftigt. Und irgendwie auch, und darüber wollen wir auch sprechen, irgendwie auch, ich will nicht sagen begeistert, aber auf jeden Fall wahnsinnig interessiert. Fesselt, das ist der richtige Ausdruck. Herzlich willkommen nochmal Konstantin Schreiber und Dr. Alexander Stevens. Ihr habt uns ein ganz spannendes Thema mitgebracht, weil ihr mit einer Bühnenshow unterwegs seid. Einer True Crime Bühnenshow, angeklagt, schuldig oder nicht, wo das Publikum auch in die Situation kommt, mitentscheiden zu müssen und am Ende auch ein Urteil fällen zu müssen. Aber bevor wir darüber sprechen, wie kam es dazu, dass ihr beide euch zusammengetan habt? Ja, wir haben uns ein bisschen überrascht. Kennengelernt. Wirklich? Ja, du hast mich angeschrieben, relativ aus heiterem Himmel. Und es war auch Zufall, dass ich es gelesen habe, weil du kennst es ja, glaube ich, auch. Man kriegt bei Insta oder auf anderen Social-Media-Plattformen unendlich viele Nachrichten. Aber irgendwie bin ich da, habe ich das durch Zufall mehr oder weniger gelesen. So die Anfrage, ich mache das und das, bin Anwalt, habe schon einen True-Crime-Programm und wer interessiert, vielleicht was Neues zu entwickeln, wollen wir uns mal austauschen. Ich hatte das Profilbild meiner Schwester genommen. Und ich habe ja tatsächlich, bevor ich irgendwann zur Tagesschau gegangen bin und Journalist geworden bin, habe ich ja mal Jura studiert in grauer Vorzeit. Das wusste ich überhaupt nicht von dir. Ach Mensch, da haben wir so häufig miteinander geredet. Und ich habe mein erstes Staatsexamen gemacht, habe dann... Es ist ja auch interessant, was bei Wikipedia steht und was nicht. Da stehen alle möglichen irren Dinge drin. Und ich habe meinen Artikel nicht selbst geschrieben, wo ich denke, Handelskontor in Ägypten, wo ich mal ein paar Wochen so. Aber ich habe nach meinem Studium zunächst in der Bank gearbeitet. Und das steht nicht bei Wikipedia, komischerweise. Also nach dem Jurastudium erst das. Dann irgendwann abgebogen in den Journalismus und ja im Grunde jetzt seit einem halben Jahr dann diese kriminalistische Vergangenheit wiederbelebt. Ich habe ja auch einen Krimi geschrieben, da hätte ich jetzt was für Sie, haben ja sterben auch Menschen. Kleopatras Grab spielt in Ägypten, okay. Da verbinde ich sozusagen mein Interesse an der arabischen Welt plus Jurastudium plus kriminalistische neue Wege in einem Buch. Ich habe es dabei, ich gebe es Ihnen gerne später. Mich. Auf Feedback würde ich mich sehr freuen. Und dann eben jetzt diese True Crime Show, die wir da gemeinsam entwickelt haben. Und da ist ja auch das Besondere, du bist Strafverteidiger, ich habe zumindest diesen juristischen Hintergrund, dass wir ja nicht nur das Publikum abstimmen lassen, sondern wirklich als Ankläger und Verteidiger uns da richtig betteln. Auf der Bühne, muss man, glaube ich, sagen. Genau, weil Dr. Alexander Stevens ist tatsächlich Strafverteidiger. Also Sie haben das zweite Staatsexamen auch gemacht, ne? Nicht nur das erste. Jura zu Ende studiert und sind in den Beruf gegangen, haben auch schon viele spektakuläre Fälle begleitet und eben auch den Fall, um den es auf der Bühne geht. Und zwar ist das der Dreifachmord von Starnberg, der vor vielen Jahren
tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit erweckt hat. Im Januar 2020 ist das Verbrechen geschehen. Vielleicht, du hast zwar gerade schon was gesagt, aber vielleicht kannst du es noch mal so tagesschau-neutral wie möglich erklären, was da passiert ist, weil Dr. Alexander Stevens war beteiligt. Warum wird der immer Doktor genannt? Weil er es ist. Ja, aber ist es wichtig, dass der immer Doktor ist? Ja, ich finde, das erhöht jetzt irgendwie seine Kompetenz in diesem Fall. Ja. Hab ich irgendwie den Eindruck. Aber ist okay, alles in Ordnung. Oh Gott, das jetzt knapp in Tagesschau-Sprech auch noch zusammenzufassen, wo wir unsere Texte ja nicht selber schreiben. Versuchbar, blamier uns nicht. Es ist ja in der Tat ein komplexer Fall. Also, es ist aufsehenerregendes Verbrechen, das würde man, glaube ich, schon noch sagen bei der Tagesschau, in Starnberg. Eine Familie wird tot aufgefunden, Vater, Mutter, Sohn. Und zunächst sieht alles nach einem sogenannten erweiterten Suizid aus, bis dann plötzlich der beste Freund des Sohnes, von dem angenommen wurde, dass er sich und die Eltern umgebracht hat, gesteht, dass er die gesamte Familie ausgelöscht habe. Und nun die Frage aufkommt, stimmt das, was er da behauptet, oder stimmt es nicht? Im ersten Schritt, dann wird es noch komplexer, weil er später nämlich sagt, er hat es nicht alleine begangen, sondern jemand hat ihn hingefahren und wieder abgeholt. Und da die Frage aufkommt... Zum Morden. Er hat ihn zum Morden gefahren, ja. Hat aber nicht das Haus betreten, auch nach Aussage des besten Freundes des Sohnes, und hat ihn wieder abgeholt. Und eigentlich die viel komplexere Frage dann ist, wie... ist der zu bestrafen? Also glaubt man dem? Ja, ist das hinreichend? Also der vermeintliche Fahrer. Der vermeintliche. Wobei das ja alles noch ermittelt werden musste. Ne? Ist der im Auto gewesen? War der im Haus? War er nicht im Haus? Gab es denn überhaupt diesen vermeintlichen, nennen wir ihn mal Fahrer, den haben Sie, jetzt sage ich Alexander, den haben Sie vertreten. Genau, und ich dachte auch zunächst, dass es eine sehr schnelle Nummer werden würde, weil den einzigen Beweis, wenn man so will, den man hatte, war der Haupttäter, nennen wir ihn mal, also derjenige, der jetzt behauptet, drei Menschen bestialisch umgebracht zu haben. Aber die Krux an der Geschichte ist, nicht einmal das war wirklich beweisfest. Also die Polizei musste das Pferd wahrscheinlich von hinten aufzäumen, erst mal fragen, der Typ, der uns jetzt da dieses Geständnis liefert, gibt es dieses Geständnis überhaupt? Denn eigentlich hat sich die Beweislage, so wie sie nach der Tat aufgefunden wurde, bestens in diese erweiterte Suizidthese eingepasst. Das heißt, diese Frage musste erst geklärt werden. Und dann musste natürlich die nächste Frage geklärt werden, jetzt kommt der daher. Und wenn er wirklich ein, ich sage jetzt mal, Dreifachmörder ist, wie glaubwürdig ist denn so jemand? Können wir dem jetzt auch noch glauben, dass da noch andere Menschen hier eine Rolle spielen? Und damit war ich zunächst einmal relativ siegessicher, weil, wie heißt es so schön, der Bundesgerichtshof hat das mal so schön formuliert, Droschkenfahrern und Kaffeehausbesitzern glaubt man tendenziell eher nicht. So hieß es früher und heute projiziert man das natürlich auch auf Berufskriminelle. Also das heißt, wenn du einen Berufskriminellen hast, noch jemanden dazu, der drei Menschen mutmaßlich ermordet hat, dann bist du sehr vorsichtig mit dem, was der erzählt. Wie ist es denn in Wirklichkeit, weil der Fall ist wirklich kompliziert. Aus 40 Verhandlungstagen wurden meines Wissens 80 Verhandlungstage. Es gab bergeweise Akten und Dokumente, immer wieder neue Wendungen auch in dem Fall. Wie ist es denn schlussendlich ausgegangen? Ist der, ich sage immer, der Fahrer, ja, in Anführungsstrichen, ist er verurteilt worden, ja oder nein? Wir gucken uns jetzt natürlich so tief hier in die Augen, weil darüber soll ja am Ende das Publikum abstimmen. Und da argumentieren wir natürlich gegeneinander. Also ich bin ja der Ankläger in dem Fall und sage... Bei eurer Bühnenshow. Auf unserer Bühnenshow. Ja. Die aber ja das, also mit echtem Material arbeitet. Das muss man, glaube ich, an der Stelle auch sagen. Deswegen haben wir uns ja dafür entschieden, weil es da einen besonderen Zugang gab. Auch Originalbilder, Originalunterlagen, die sind leider ein bisschen blutig. Aber da blurren wir das Ganze dann. Also wenn du zu uns in die Show kommst, muss man keine Angst haben. Es ist zwar... explicit, wie man auf Englisch sagen würde, aber durchaus vorzeigbar. Aber Herrn Merz wird es gefallen. Ja, also ich habe schon drei Leute, die jetzt eine Einladung bekommen für Berlin, glaube ich, das nächste Mal im September. Also es ist ab 16 Jahren. Wir reden gleich noch darüber, ob man aus sowas, also ich finde, man kann darüber diskutieren, ob man daraus eine Show machen sollte auf der Bühne, weil da sind ja drei Menschen zu Tode gekommen. Aber ich würde so gerne diese, weil es so kompliziert ist, diese Ebenen einmal trennen. Also wie ist der Fall in Wirklichkeit ausgegangen? Konnten Sie einen Freispruch für Ihren Mandanten erwirken? Für den Fahrer?
Naja, ist natürlich schwierig, das jetzt schon zu offenbaren. Ich Doch, das müssen Sie jetzt bitte tun, weil sonst kann keiner mehr folgen. Okay. Vielleicht können wir aber sagen, dass wir in der Show, wo die Menschen wirklich viermal abstimmen können, sie können zweimal über diesen Haupttäter abstimmen, ob er wirklich diese drei Menschen umgebracht hat. Und dann kann man noch mal zweimal über meinen Mandanten abstimmen. Und interessanterweise ist in jeder Stadt, in der wir bisher aufgetreten sind, das waren jetzt schon sechs, komplett diametral entgegengesetzte Ergebnisse rausgekommen, sodass ich für mich in meinem echten Beruf als Strafverteidiger mir schon überlegt habe, eher in Stuttgart jetzt meine Kanzlei aufzumachen, denn da waren sie sehr freundlich meinem Mandanten gegenüber und in München vielleicht eher weniger. Aber man kann so viel sagen, es wurden Urteile gesprochen, ich will nur nicht alles erraten, weil ich glaube, da würden dann auch gewisse Rückschlüsse zu führen sein, die es dann vielleicht dann auch nicht mehr ganz so spannend machen. Ja, also es war ja nachzulesen, wie es ausgegangen ist. Ne? Der Dreifachmord ist ja jetzt kein Geheimnis. Also er ist verurteilt worden und ich finde es interessant. Jetzt ist es nur nicht mehr klar, wer ist verurteilt worden. Der Fahrer, also derjenige, der den Mord begangen hat, der auch erst gestanden hatte, ist sowieso verurteilt worden. Aber es war sehr, sehr lange unklar, ob eben dieser Fahrer beteiligt war, inwieweit er Mitwisser war oder, ne? Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Am Ende gab es da ein Urteil und das ist jetzt der interessante Punkt, weil ihr bringt das auf die Bühne. Ihr lasst das Publikum abstimmen und das Publikum kommt am Ende in einigen Städten zu einem anderen Ergebnis. Wie kann das sein? Also in jeder Stadt, muss man sagen, ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass mein Mandant unschuldig ist. Und ich glaube, das liegt nicht zuletzt auch daran, dass, du hattest es ja eingangs schon erwähnt, wir beide uns auf der Bühne wirklich sehr scharf angehen. Also da sind die Fights im Gerichtssaal, die stehen dem da nichts nach. Es gab auch keinen Welpenschutz für Konstantin. Wir haben gleich Jule guckt mich auch schon so unglaublich an, die kennt mich, glaube ich, eher so nett. Richtig, ja, ich versuche mir das zur Sache gegangen, weil das auch wichtig ist. Also bei Gericht und im Gerichtssaal ist Show schon auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt Geschworene und keine Berufsrichter. Und die kann man doch auch mit Rhetorik, mit Empathie, aber auch mit einem resoluten Auftreten schon auch auf seine Seite ziehen. Also das vielleicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es halt auch schon Punkte, an denen man sich stört, anecken kann. Zum Beispiel, man wird sich kaum vorstellen können, dass in vielen unserer Shows ausgerechnet der Ersttäter, also derjenige, oder nennen wir ihn Haupttäter, der die drei Menschen erschossen hat, zumindest behauptet er das, und man dann sich doch sagen würde, naja, da gibt es ein Geständnis, die Spuren passen auch, natürlich verurteilen wir den. Es auch ganz häufig war, dass man ihn nicht verurteilt hat. Warum? Weil es bei der Polizei Dinge gab, bei denen man sich nicht an Recht und Gesetz gehalten hat. Und man dann so vielleicht ähnlich wie bei den Amerikanern sagt, naja, wenn ihr euch Jungs nicht an die Gesetze haltet, dann habt ihr halt Pech gehabt, dann sprechen wir frei. Mhm. Und solche Punkte spielen da durchaus eine Rolle. Sie haben wieder den Strafverteidiger, Sie spielen oder stellen da auf der Bühne wieder den Strafverteidiger, also die ursprüngliche reale Rolle. Und du, Konstantin, du bist der Staatsanwalt. Ja, und du hast ja eben schon gesagt, es gab umfangreiches Aktenmaterial. Ich bin eigentlich da immer noch sauer auf Alexander, weil wie viele Seiten waren es? 100.000? Nee, 10.000, 20.000. Ja, also 20.000 nur Akte und dann kommen sicherlich noch 100.000 an Auswertungsdateien hinzu. Ich habe also einige WeTransfer-Files zum Downloaden bekommen. Um mich da ein bisschen einzuarbeiten. Ist ja interessant, wie man nachher wirklich so querlesen kann und umblättert und nur noch auf Signalwörter achtet. Aber habt ihr denn an einer Stelle, also du hast dich total eingearbeitet, Sie waren ja im Thema, Alexander, aber habt ihr an einer Stelle mal diskutiert, ob man das überhaupt machen kann? Ich meine, es ist letztlich die Diskussion, die man bei jeder True-Crime-Show hat, auch im Fernsehen. Ne? Kann man einen realen Fall, wo drei Menschen so bestialisch zu Tode gekommen sind, als Unterhaltungsshow auf die Bühne bringen? Ich finde Unterhaltung in Anführungszeichen. Also wenn man sich das anschaut, ich glaube schon, dass wir das nicht mit einem Lachen oder mit irgendwie Sensationslust darbieten. Das ist mir auch tatsächlich wichtig, das zu betonen. Also darum geht es in der Tat nicht. Das ist eine Linie, die mir sehr bewusst ist und von der ich sage, das sollte man auf keinen Fall überschreiten. Ich sehe aber auch zwei ganz wesentliche Punkte dabei. Das eine ist, es hat ja auch einen erklärenden Charakter, was Jura und Justiz angeht. Also und, das merke ich. Oder das ist auch Teil dieser Erklärung für mich, warum es so interessant ist. Also weil es Einblicke gewährt, wie bei Medizin oder so auch. Also etwas, was von außen betrachtet so unglaublich komplex ist, wird erlebbar und nachvollziehbar gemacht für auch Außenstehende. Das halte ich tatsächlich für einen Mehrwert. Und man muss ja auch sagen, da spielt dann so Rechtsphilosophie auch ein bisschen eine Rolle. Es geht ja, also warum sind Verhandlungen öffentlich?
Ja, also diese ganzen Sachen, die wir da auch zeigen auf der Bühne, die waren zugänglich. Das hat nicht hinter verschlossenen Türen stattgefunden, wie ja im Grundsatz jeder Strafprozess. Also, und die Idee dahinter ist ja auch da, zu sagen, man macht Entscheidungen der Justiz transparent und auch da erklärend, was ist strafbar in einem Land, was kann man tun und was nicht und wie wird es geahndet. Also ich glaube, es kommt auf die Art und Weise, wie man es darbietet, sicherlich darauf an, welchen Ton trifft man. Aber das im Grundsatz zu tun, halte ich sogar für gut. Es gibt noch einen weiteren Grund, da wird mir Herr Merz als Jurist ja sicherlich recht geben. Bin ich gespannt. Ja. Denn viele Verfahren, die rechtskräftig abgeschlossen sind, die sind dann rechtskräftig abgeschlossen. Die einzige Chance, nochmal in dieses Verfahren hineinzukommen, und Sie merken es ja, viele waren ja auch mit dem Ausgang des Urteils nicht zufrieden. Selbst auf Seiten der Staatsanwaltschaft, selbst bei befreundeten Richtern hat man sehr viel Unverständnis wahrgenommen, weil man sich nicht erklären konnte, wie jemand, der bloß, bitte in Anführungszeichen zu verstehen, einen Mörder wohin fährt, ihn dort absetzt und ihn irgendwann mal wieder abholt, genauso hart bestraft werden soll wie derjenige, der eine Waffe in die Hand nimmt, eine halbautomatische Waffe, und dort einen Amoklauf begeht. Und da ist natürlich die einzige Chance, Stichwort Wiederaufnahme, ein Supergericht anzurufen. Und diese Möglichkeit hat man nur, wenn man eine entsprechende Aufmerksamkeit hat. Das war beim NSU-Verfahren so, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass der Zugang zur Presse zu gewährleisten ist. Das hätten die niemals gemacht, wenn es um eine kleine amtsgerichtliche Sache gegangen wäre. Und die Erfahrung habe ich leider schon häufiger gemacht, dass man nur dann, wenn man auch die Öffentlichkeit auf seine Seite ziehen kann, dass es muss gar nicht so sehr sein, dass die Leute danach schreien, Mensch, der muss freikommen, sondern dass sich eine breite Masse für einen solchen Fall interessiert und sagt, Mensch, das müsst ihr euch noch mal anschauen, nur dann die Möglichkeit hat, dass diese hohen Herren sich auch wirklich diese Sache anschauen. Und das bezwecken wir natürlich ein Stück weit mit diesem Verfahren. Das heißt, das ist auch Ziel der Bühnenshow, weil Sie wollten damals in Revision gehen gegen das Urteil, das ist nicht zugelassen worden. Ist das, also eins der Ziele, dass das vielleicht noch mal aufgerollt wird, dass Sie noch mal die Chance bekommen, zu argumentieren? Ganz richtig. Und zwar bei einer Wiederaufnahme, bei einem anderen Gericht, um dieses Verfahren noch mal ganz von vorne aufzurollen. Mhm. Haben Sie schon mal in Ihrer Karriere das Gefühl gehabt, beim Verteidigen eines Mandanten, ich muss den Fall niederlegen, weil ich glaube nicht an seine Unschuld? Weil jetzt tun Sie es ja sogar über das Urteil hinaus und versuchen wirklich, den Fall noch mal neu aufzurollen über diese Show. Gab es das? Ich würde lügen, wenn es das nicht gäbe. Unter Freunden sagt man natürlich, alle seine Mandanten seien unschuldig, aber die Wahrheit ist eine andere, vor allem wenn man sich die Verurteilungsquote ansieht, etwa 80% aller Anklagen. Also wenn es mal so weit kommt, dass eine Staatsanwaltschaft jemanden zu Gericht anklagt, die enden auch in einem Urteil. Das heißt, die Anwälte können gar nicht so viel tun, wie sie oftmals vollmundig versprechen. Und da kommt es natürlich sehr häufig auch auf Schadensbegrenzung an. Und wenn das dann das Ziel ist, sowas kann man natürlich weiter verteidigen, dass man sagt, okay, hier ist vielleicht zielführend ein Geständnis. Dann kann man auch auf der anderen Seite, also auf der Opferseite, durchaus etwas bewirken. Hat man allerdings einen sehr bornierten Mandanten, der sagt, nein, wir werden alle strafprozessualen Möglichkeiten hier ausreizen und komme, was wolle, auf dem Rücken der Opfer, dann kann es natürlich schon sehr schwierig werden, ob man das dann noch mit seinem Berufsethos vereinbaren kann. Und es gab auch schon Mandate, die ich niedergelegt habe. Also so ist es nicht. Auch schon während des Prozesses. Was muss da passieren, dass Sie dann sagen, ich breche ab? Also ich kann das aus moralischen Gründen nicht mehr vertreten. Das Gesetz kennt ja keine Moral. Da heißt es dann, etwas juristisch formuliert, das Verhältnis muss zerrüttet sein. Wann das Verhältnis zerrüttet ist, das kann dann gegeben sein, wenn man über längere Zeit seinen Mandanten nicht mehr besucht. Dann ist es auf Seiten des Mandanten zerrüttet. Beim Anwalt, bei mir war es mal so, in der Gefängniszelle ist jemand mal mit einer abgeschnittenen Glasscherbe auf mich losgegangen, dann kann man natürlich auch nicht mehr von einem tollen Verhältnis sprechen. Aber man ist schon in der Qualität spielt sich das ab. Die Show geht weiter. Ihr habt jetzt eine Sommerpause. Ab Herbst sind wieder Termine angesetzt. Und zwar, ich glaube, um die 150 Termine gibt es insgesamt. Also es ist schon auf Langfristigkeit angesetzt. Wir wissen ja jetzt auch, es gibt auch ein Ziel. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in diese Show. Ein sehr komplizierter Fall. Wir konnten nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, aber vielleicht ein bisschen neugierig machen. Vielen Dank für das Gespräch. Alexander Stevens und Konstantin Schreiber. Thank you.
Thomas Bickhardt, Fotograf, Schiffsmechaniker, Psychologe und Leuchtturmwärter. Ganz da hinten, wo der Leuchtturm steht, wo das weite Meer zu Ende geht, liegt ein kleiner Ort und dort ist mein Zuhause. Er hat den deutschen Alltag vor vielen Jahren hinter sich gelassen und sich hier ein neues Zuhause geschaffen. Auf einer kleinen Insel vor der Westküste Norwegens, auf diesem Felsplateau. 42,5 Meter über dem Meeresspiegel. 24 Jahre lang war er der Leuchtturmwärter. Jetzt ist er nach Deutschland zurückgekehrt und wir freuen uns auf das Gespräch mit Thomas Bickhardt. Ich muss gestehen, mich können Sie jagen mit der Vorstellung, dass ich vorm Schlafengehen mir True Crimes reinziehe. Also es ist mir ein Rätsel, wie gerade, ich kenne viele, die das tun. Die brauchen das, um richtig so einen Schlafmodus zu finden. Ich finde es immer schwierig, wenn du von zersägten, erdrosselten Menschen da hörst. Aber viele mögen das. Sage ich auch immer, Sabine Rückert, die erfolgreichste von allen ist mit ihrem Verbrechen-Podcast. Aber mit ihrem Buch. Da bin ich jetzt ein paar Tage wirklich gerne schlafen gegangen, weil zu lesen, wie das ist, wenn es stürmt und man es drinnen, so erstmal das Vorurteil, gemütlich und schön hat, das hat eine unglaubliche Verlockung, dieser Natur ausgesetzt ist. Wir haben gerade gesehen im Film, Sie sind zurück nach Deutschland. Wie oft sehen Sie sich noch nach diesem Leuchtturm zurück? Schwer zu sagen. Also wenn ich so die Bilder sehe, ach, dann denke ich so, ja, schön, echt, wirklich. Aber im Moment, ich bin jetzt fast ein Jahr wieder in Deutschland, in Hamburg, nicht so häufig. Nicht so häufig. Ich habe so das Gefühl, ich bin so durchtränkt von diesen fast 30 Jahren, die ich ja da draußen war. Das lebt in Ihnen weiter? Genau. Es sind Bilder, es sind Stimmungen, es sind Geräusche, es sind Gerüche. Es ist, ich bin so durchtränkt davon, dass ich das nicht mehr um mich haben muss. Also das muss nicht mein Alltag sein, ich trage das in mir. Ich habe ja Ihr Buch gelesen und Sie scheinen mir überhaupt ein Mensch zu sein, der sich sehr intensiv auf Dinge einlässt, aber auch dann fähig ist, beim Loslassen so zu trauern, dass es dann irgendwann auch vorbei ist. Großes Talent. Schleppen das offenbar nicht ein Leben lang mit sich. Nee. So. Das Tollste war für mich die Windschilderung. Und ich habe was gelernt. Nämlich, dass es noch mehr größere Windstärke gibt als 12. Ich dachte schon, 12 wäre das Maximum. Was haben Sie denn erlebt? Also der Wind hält sich ja nicht an die Beaufort-Skala. Und es ist tatsächlich so, dass die alte Beaufort-Skala, es gibt die ursprüngliche, bis 18 Windstärken gab, die wird in China und Taiwan auch noch benutzt. Man muss immer unterscheiden. Also ich habe sehr viel Wind erlebt, Windstärke 15, der Buchtitel. Die gibt es wirklich, ja? Genau, und der ist da so zustande gekommen, dass wir 2014, wir merken uns immer die Tiefdruckgebiete, das war Tor würde man auf Deutsch sagen, das Tiefdruckgebiet. Das hat eine Windstärke von 48,9 Meter Sekunde produziert, und zwar als Mittelwind. Meteorologen unterscheiden immer zwischen Böen und Mittelwind. Mittelwind heißt, dass es in über 10 Minuten der Durchschnitt war. Und 48,9 Meter Sekunde sind 15 Windstärken, 32 Meter sind 12 Windstärken. Ne? Ich bin schon ganz wirre von den Zahlen. Sagen Sie mir doch, weil das ja auch selbst in Norwegen an der Westküste auf einer kleinen Insel, wo dieser Leuchtturm steht, nicht so häufig der Fall ist. Aber wie fühlt sich 15 oder 14 an, wenn man rausgeht? Kann man überhaupt rausgehen? Oder wird man gleich weggepustet? Das kommt sehr darauf an, wo und aus welcher Richtung der Wind kommt. Es gibt Windrichtungen, wo ich... Schau mal, was wir für Bilder gerade sehen. Wahnsinn. Es gibt Windrichtungen, wo ich auf dem Leuchtturm nicht rausgegangen wäre, aber in anderen ist es unproblematisch. Das hat mit der Lage des Hauses zu tun und wie das eben drauf trifft. Generell sollte man ab Windstärke 11 eigentlich schon nicht mehr rausgehen, wenn man das nicht sehr genau kennt. Das ist wichtig. Wie ist die Anmutung des Windes, wenn man rausgeht und also wenn man es doch fertig bringt? Ich kriege die Frage immer wieder. Ich fordere immer dazu ein Bild auf. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit 120 auf der Autobahn und werden von einem Haus überholt, was 180 fährt. Das ist der Winddruck, der auf diesem Haus herrscht. Ne?
Das ist wirklich so. Also das ist wie verhält es sich mit der Atmung? Ja, man kriegt schon bei Windstärke 11, wird es schwierig zu atmen, weil einfach die Luft ja mit der Geschwindigkeit an einem vorbeigezogen wird. Das heißt, man schnappt die Luft nicht auf. Man muss richtig mit Kraft einatmen. Und da muss man gucken, also man stellt sich nicht frontal in den Wind, das ist keine gute Idee. Und wenn man sich aber mit dem Rücken hinstellt, kriegt man noch schwerer Luft. Also man muss sich genau überlegen, was man tut. Und je mehr Wind, desto schwieriger ist das. Jeder Handgriff ist da schwierig. Und wir haben da gelebt. Das heißt, Sie können sich vorstellen, eine Mülltüte raustragen. Das ist ein bisschen schwierig. Dann wie lange dauert denn so ein Sturm? Sehr unterschiedlich? Tage, Stunden? Ja, nun kommt es wieder drauf an. Sturm? Habe ich erlebt 2 Monate, okay. Durchgängig. Aber eben nicht Orkan oder eben doppelter oder dreifacher Orkan. Ne? Aber weil Sturm? Sie sagen, über Wochen. Über Wochen. Wobei Sie sagen, obwohl Ihr Buch Windstärke 15 heißt, insofern sind Sie selber schuld, der Wind ist für Sie gar nicht so das Faszinierendste. Das Faszinierendste ist für Sie das Meer. Ja. Und dieser Leuchtturm steht ja mehr als steht auf einer Klippe, die über 40 Meter hoch ist. Mhm. Aber die Wellen, haben wir doch gerade gesehen in dem Film, die schwappen bis zum Haus hoch. Die schwappen bis zum Haus, das konnte man in den Bildern sehen, das ist Gischt. Das sind die Wellen, die ich noch fotografieren kann. Die ganz großen, da kann auch ich nicht mehr fotografieren. Und 2011, Dagmar, Tiefdruckgebiet Dagmar, hat uns die ganze Seite eingedrückt vom Haus. Das ist dann feste Welle auf fast 50 Meter Höhe. Mhm. Kann man sich nicht vorstellen. Wie sind Sie denn überhaupt in diesen Leuchtturm reingekommen? Was muss man da anstellen? Wie ich das Haus gefunden habe. Ja, da überhaupt zugelassen wurde, in einem fremden Land. Ja, man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, ich betreibe jetzt einen Leuchtturm. Also jedenfalls hier schwierig. Ja, naja, na ja, man hat ja gerade gesucht an der Küste jetzt da auf Wangerooge. Ja, da gab es 1100 Bewerber. Ja. Wie sind Sie da reingekommen? Ja, also die Geschichte ist die, dass diese Anlagen größtenteils leer standen in Norwegen. Nicht alle zu der Zeit, 94, Entschuldigung. Und diese Anlage stand auch leer. Die sind automatisiert, der Leuchtturm funktioniert, ist aber automatisiert und die Häuser stehen leer. Und die Gemeinden und auch die Betreiber, das ist so eine Organisation, Kystverket heißen die, das ist wie früher Deutsches Hydrographisches Institut, denen gehört das. Und die müssen irgendwas damit machen, das ist irrsinnig teuer, die instand zu halten und zu verwalten. Und versuchen dann immer neue Projekte. Und wollte ich nach Norwegen ziehen, was ich ja als Jugendlicher schon wollte, nach meinem Studium, und habe nach einem Haus gesucht am Meer, wo ich eben Führungskräfte fortbilden konnte, was ja mein Beruf ist. Und dann hatte mir diese Gemeinde tatsächlich den Leuchtturm angeboten. Das ist also so rumgelaufen. Deswegen aber mit einer Auflage. Der hat mich gefunden. Aber mit einer Auflage. Sie müssen alles selber machen. Genau. Und waren Sie handwerklich so begabt? Nee, gar nicht. Sie haben sich alles selbst beigebracht? Ja, aber so, ich habe gedacht, ja, nee, dann mache ich das selber. Dieses Selbstbewusstsein hätte ich gerne. Sind Sie technisch begabt, Herr Merz? Ich glaube, ein bisschen schon, aber das hätte ich nicht geschafft. Man schafft ja das, wenn man sich dem aussetzt, entwickeln sich Menschen, das ist ja das. Und ich war nicht begabt. Oder auf einer Leiter, oder die Vorstellung, dass da so ein Windhauch kommt, ist ja schon das, bedrohlich. Das, aber ja, da war ich aber 20 Kilo leichter. Ne? Okay. Also weniger Fläche, die Das ist einer der Gründe gewesen, warum ich auch irgendwann gesagt habe, jetzt werde ich bald 60, ich stehe da nicht mehr auf einer Leiter 10 Meter frei, ohne Sicherung und mal da irgendwie. Ne? Muss ja jedes Jahr gemalt werden, die Anlage man ist muss wie ein Schiff. Immer wahnsinnig aufpassen, wenn man irgendwie über nationale Eigenschaften, gar über Charaktereigenschaften von bestimmten Völkern in bestimmten Ländern redet. Aber Sie schreiben immer wieder, Sie haben zwar viele Freunde und Bekannte in Norwegen gehabt, aber niemand, mit dem Sie so richtig warm geworden sind. Woran liegt das? Ich würde das nicht generell für Norwegen sagen. Aber für die Gegend, in der Sie waren. Genau, für die Westküste würde ich das sagen. Dass es vor allen Dingen Männern schwerfällt, einfach über Gefühle, über innere Dinge zu reden. Und das ist mir als Psychologe einfach ein Bedürfnis. Also das ist mir wichtig, da eine bestimmte Nähe zu erzeugen. Und die sind dann immer, haben sich dann mal weggedreht. Wenn ich gesagt, Mensch, heute fühle ich mich aber so und so, dann haben die sich weggedreht. Auch Mensch muss auch los. Ne? Haben Sie eine Erklärung, woran das liegen könnte? Ich habe da sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Ich bin nicht sicher, aber in diesen Küstenregionen, das Leben ist auch heute noch sehr rau da draußen. Mhm. Und es ist so, ich habe mal in einem Buch von einer deutschen Autorin gelesen, die über Menschen an der Küste in Deutschland geschrieben hat. Die hat geschrieben,
ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das steht da, dass Frauen von Seeleuten und Fischern, die an die Pier fahren, nicht aus dem Auto aussteigen und sich nicht verabschieden. Die gehen dann einfach. Da denke ich, genau so sind die bei uns immer. Und dann kommen die wieder und die Frau holt die auch ab. Die werden nicht begrüßt, die steigt nicht aus dem Auto aus, die fahren einfach weg. Keine Gefühle, kein Abschied. Gefühlsvermeidung ist genau. Und ich glaube, das liegt daran, dass einfach das Risiko, auf See wegzukommen, nach wie vor relativ hoch ist. Einer der gefährlichsten Arbeitsplätze nach wie vor. Und dass da etwas verschlossen bleibt einfach. Und das ist ja eine Küstenlandschaft, das ist ja nur Küste da draußen. Und dass das die Kultur so geprägt hat, dass eben ne, früher, wenn da die größeren Fischerboote sind, mal eben 20 Leute aus der kleinen Gemeinde weggekommen, 20 Männer. Naja, ich habe durch Sie eben erfahren, dass das nächste Dorf war 1,5 Kilometer entfernt. 35 Einwohner, also eine riesige Auswahl hat man auch nicht. Sie haben aber dort nicht nur den Leuchtturm bedient, auf ihn aufgepasst und das Haus instand gesetzt. Sie haben sich auch anderen Aufgaben gewidmet. Sie hatten auch Gästehaus, Sie haben Waffeln für die Besucher da gekocht, Sie haben eine neue Familie dort gegründet. Und Sie haben dann, als Sie in ein anderes Haus gezogen sind in der Nähe, sich der Leidenschaft der Fotografie gewidmet und hatten auch einen riesigen Ausstellungsraum. Ich vermute wahrscheinlich Naturbilder vor allen Dingen. Vor allen Dingen Sturmbilder. Und in diesem Zusammenhang passt ganz gut, dass Friedrich Merz auch eine Seite hat, von der ich nichts ahnte, nämlich sie fotografieren ganz gerne. Seit wann? Seit 50 Jahren. Und Naturbilder oder? Natur, Landschaft und Porträts. Porträts. Und wir haben ein Bild von ihm. Okay. Schauen Sie mal. Das ist wo? Nicht in Norwegen? Nein, das ist bei mir zu Hause, wenige hundert Meter von mir entfernt. Das ist die Ruhr. Ach komm. Das ist der obere Lauf der Ruhr. Ich habe das bei einer Fahrradtour entdeckt, diese Stelle dort. Die ist ein bisschen schwer zugänglich. War mit meiner Frau unterwegs und dann habe ich ihr gesagt, ich fahre noch mal los nach dem Abendessen. Sonne ging unter, es war perfekte Zeit. Und dann habe ich das Bild gemacht und ich habe es auch das erste Mal mit einer Software bearbeitet. Ich habe mich da ein bisschen reingearbeitet, weil ich das mal verstehen wollte, wie das funktioniert. Also das ist dann nicht geknipst, sondern wirklich mit Langzeitaufnahme auch fotografiert worden. Und es war windstill. Und so ist es gegangen. Wo hängt dieses Foto? Ja, das habe ich jetzt auf groß, also 1,20 Meter mal 90 machen lassen. Und das hängt bei mir im Büro in Berlin. Wie finden Sie unsere Recherche? Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, ich habe Ihnen ja auch dabei geholfen. Sie haben mir geholfen? So ein Quatsch. Nein. Nein, wir haben kein Wort vor der Sendung geredet. Das stimmt, aber das Bild habe ich ja auf Anforderung zugeschickt. Nicht auf Anforderung, aber ich freue mich sehr, dass wir es haben. Ja. Sie haben, aber Sie haben fantastische... bei mir, wenn ich das noch sagen darf, machen Sie da keinen Unsinn mit, ich bin Jurist. Nein, nein, es ist auch kein ehrenrühriges Motiv. Nein, und Sie haben fantastische und liebe und hilfsbereite Mitarbeiter. Ja, genau. Das ist für Sie wichtig, dass Sie die mögen. Ja. So. Und das Zweite ist etwas, was Sie eigentlich auch schon gemacht haben, bevor Sie nach Norwegen gegangen sind und was Sie erst recht jetzt intensiv betreiben. Sie helfen Menschen, die seekrank werden. Mhm. Interessiert mich wahnsinnig, weil ich brauche ein Schiff nur zu sehen und ich fühle mich seekrank. Ist es denn in Ihren Augen eine Krankheit oder ist es mehr so eine Einbildung? Das habe ich nicht so richtig verstanden. Es ist keine Krankheit. Man muss gesund sein, um seekrank werden zu können. Es ist eine Anpassungsstörung. Ganz vereinfacht würde ich sagen, wenn man... Nochmal, was war das? Man muss gesund sein, um seekrank zu werden. Ja, genau. Also wer nicht seekrank wird, ist krank. Nein. Aber alle, die seekrank werden, die müssen relativ... Also das Gleichgewichtsorgan muss in Ordnung sein und die Augen müssen einigermaßen... Also Ohren vor allem. Ja. Und wie kann man das trainieren? Eine Einstellungsfrage? Nein. Also Einstellungsfrage ist es insofern, dass man sich dem Thema stellt und dann anfängt zu arbeiten. Es gibt keinen Trick, das ist ganz wichtig, sondern es ist ein wirklicher Prozess des Lernens. Und was man lernt, ist, dass man die Augen aus dem Gleichgewichtsprozess rausrechnet. Ich könnte die einfach zumachen, aber dann kann ich nicht mehr zur See fahren. Und die allermeisten kennen das, sie kommen einigermaßen klar, wenn man den Horizont sieht. Aber sobald ich unter Deck gehe und dann vielleicht noch was essen mache oder auf eine Karte gucke, was lese, geht sofort los. Und das hat eben damit zu tun, dass die Augen andere Informationen über das Gleichgewicht darstellen als die anderen Organe. Klingt relativ kompliziert. Helfen denn Medikamente? Nein.
Sind Sie ganz sicher? Ja. Ich war nämlich bei einer Kreuzfahrt. Ich war mal bei einer Kreuzfahrt und da habe ich mir solche Pflaster hinter das Ohr gekriegt und ich war irgendwie 3 Tage high. Ja, genau. Ich kann es empfehlen und ich, mir war auch nicht schwindelig danach. Also, oder schlecht. Alles, was es aus der Medizin gibt, hilft teilweise gegen die Symptome. Das muss man aber klar auseinanderhalten. Das hat nichts mit der Ursache der Sehkrankheit zu tun. Denn die Sehkrankheit ist keine Krankheit. Es ist der Versuch unseres Nervensystems, uns am Leben zu erhalten. Das ist ein Lösungsversuch, kein Problem. Auch wenn es sich ganz anders anfühlt. Und die ganze Chemie, die es gibt, die greift in die Symptome ein. Das heißt, die versucht, das Nervensystem runterzufahren, was manchmal funktioniert. Das tut es wirklich. Auch Ingwer kann funktionieren. Aber es hat eben die Nebenwirkung. Und zum Beispiel Berufsseeleute dürfen das nicht. Sie dürfen auch nicht Auto fahren, wenn sie das genommen haben. Ja, Herr Bickert. Weil sie high sind. Herr Bickert, ich weiß, dass Sie inzwischen auch Großvater sind. Man kann das Enkelkind nur beneiden um einen Großvater, der solche Geschichten erzählen kann wie Sie. Ich hoffe, dass Sie dies bei Gelegenheit bei 3 nach 9 noch ein bisschen fortsetzen. Dann müssten Sie uns auch erzählen, wie das ist, 3 nach 9 zu gucken in Norwegen bei Windstärke 12. Darf ich das ganz kurz erzählen? Nein, leider nicht, weil die Zeit rast uns davon. Ach doch, komm, einmal ganz kurz. Okay, es geht von... Ja, ich weiß, es geht von meiner Zeit. Wenn Sie auf das Bild gucken, auf das Titelbild, gibt es da eine ganz kleine weiße Stelle in den Felsen. Das ist meine Parabolantenne, die abgerissen ist im Orkan. Yeah. Die habe ich aufgestellt, damit meine Frau 3 nach 9 gucken kann. Ist nicht wahr. Oh. Jetzt bin ich aber froh, dass ich die Chance noch gegeben habe. Ich wäre nie drauf gekommen, dass das eine Parabolantenne ist. Ich dachte, das wäre ein Spritzer. Aber jetzt ist mir dieser Fleck heilig. Herzlichen Dank, Herr Bickert, für diesen Besuch. Sehr schön. Und wir kommen jetzt zu Guido Maria Kretschmer. Und das ist wirklich ein Phänomen. Allen, denen ich erzählt habe, dass du in die Sendung kommst, haben gesagt, oh, den finde ich so toll. Oh. Ist dir, und hier hinten, ne? Ja, hier, die ganzen Fans sitzen dahinter im Publikum. Vielen Dank. Und ich habe mich gefragt, also ich bin ja auch dein Fan, ich habe mich gefragt, ob dir deine Beliebtheit manchmal selber ein bisschen unheimlich ist. Nein, das ist, nein, das wäre ja vermissen. Ich bin ja nicht Hedonist und dass ich denke, das ist so. Ich glaube, dass ich... das Leben sehr schätze und die Menschen sehr schätze und sehr mit dem Fehlverhalten der anderen rechne. Ich habe gut zugehört bei allen, würde ich sagen, und dachte so, es steckt in allem auch was drin im Leben und muss eben vorsichtig sein. Man sollte vielleicht nicht zu schnell richten, man sollte offen bleiben, kontemplativ sein, mutig, gescheit, Leute animieren und auch ehrlich sein. So. Das ist vielleicht, und auch mutig, vielleicht irgendwas Neues zu erleben. Und das ist vielleicht das, was ich wertschätze. Also ich glaube, dass ich... jedem erstmal die Chance geben. Für mich muss man nicht sehr hoch springen, bevor ich begeistert bin. Ich kann mich sehr schnell begeistern für alles. Und weil ich das, diese Grundtendenz habe, und das spüren Menschen, dass ich sie wertschätze. Also da, es gibt sicher Menschen, die man verliert auf Strecke, dass man denkt, Gott, wenn man so kontinuierlich, wenn es gar nicht hell brennt und man denkt, die lernt nichts dazu, dann kann ich auch schon mal gehen. Aber trotzdem würde ich jetzt über das also in den Jahren, die jetzt, wo ich doch immer älter werde, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass keiner verloren geht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das spüren, glaube ich, Menschen. Und wenn man das gibt, dann kommt das zurück. Und weil ich es auch gar nicht anders kenne, weil ich mein ganzes Leben so agiert habe und so als geliebtes Kind so auf den Weg gebracht worden bin. Und überall, wo ich war, hat es eigentlich gut funktioniert, weil ich sehr interessiert bin an Menschen und gut aufpasse und sehr genau hinschaue. Und deswegen finden das Menschen gut. Und wenn sie mich sehen, drücken sie mich, darf ich sie drücken, dann drücke ich die auch. Ich bin sehr druckfähig so. Und ich habe sie gern auch. Ich habe sie auch, wenn ich jetzt hier bin oder wenn ich irgendwo wäre, da 2.000, 5.000 oder 10.000, ich habe nicht einen Herzschlag höher. Also mir könnte mir ein EKG anlegen, ich würde nicht einen Herzschlag höher haben, weil ich mich wohlfühle, wenn sie da sind. Das hatte ich als Kind schon. Und das ist vielleicht auch ein Moment, den ich habe. Dieses, mir machen Menschen... keine Angst eigentlich, sondern ich finde es schön, wenn sie husten in der Oper, noch wenn ich sie höre, denke ich, ach, sie sind da, alle sind hier. Ich habe das gern, wenn einer noch macht und denke ich, ach, wie schön, ich liebe dieses Gefühl von, dass auch hinter mir, vor mir welche sind und das ist vielleicht der Grund. Und wenn du mal Zug fährst und dann kommen Menschen auf dich zu, fährst du nicht so oft Zug? Doch, ich fahre Zug, ich habe ja auch die Bahnuniform gemacht, ich bin schon auch viel gefahren in meinem Leben. Für mich ist das schwierig, Zug zu fahren, weil sich das herumspricht, dass ich da bin und dann geht das ganz schnell, ruckzuck kommen die Schülerklassen dann vorbei. Das habe ich mir nämlich gedacht. Und dann auch alle Fotos machen, dann können Sie mal kurz zum Zugbegleiter und dann geht das ganz schnell und dann kriege ich auch was geschenkt, seine Guido, wollen Sie noch was essen, was trinken? Ich werde dann gecatert und dann sagen die anderen, oh Gott, jetzt geht. Also ich mache das auch, ich fahre auch Zug und so, aber es ist...
viel für mich manchmal, weil doch sehr viele Menschen kommen und dann, wenn ich jetzt arbeiten muss und mich ein bisschen verkriechen, dann ist es, weil ich auch nett bin zu Leuten und auch plaudern, dann komme ich auch ins Plaudern. Und oft kann ich mich dann nicht vorbereiten, denke, ach du Gott, die ganze Zeit wieder durchgequatscht. Und dann bin ich, schon da. So ist es. Aber eigentlich magst du das, heißt es, dass Menschen auf dich zukommen, auch in Situationen, wo du vermeintlich privat bist und sich dir öffnen und Geschichten erzählen aus ihrem Leben und in Kontakt treten. Ja, es gibt ja nicht privat, wenn man öffentlich ist. Also es wäre ja völlig irre, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe das nicht gern, dass die da sind. Also wenn man seinen Kopf vorne raushängt, dann ist man ja irgendwie präsent. Und ich finde auch... Oder gibt es aber viele, die das nicht, die vorne herum, also ja, wirklich sehr präsent sind und dann aber eigentlich auch gerne ihre Ruhe haben. Ja, aber das ist auch Gottes dritte Garnitur, würde ich sagen. Das sind die, die natürlich auch dann keine Interesse haben am Menschen. Ich finde das wahnsinnig verlogen und lamoyant. Also erst tut man alles, damit man bekannt wird. Genau, absolut. Dann beschwert man sich, wenn die Leute auf einen zukommen, von denen die bekannt sind, leben. Ja, du bringst es auf den Punkt, so ist es auch. Ich glaube, das ist ja infam, dass dann nicht auch... dass man dann ein Gegenüber hat, so ist es ja auch. Und ich finde, das sind ja auch nette Menschen dann zum Teil, die haben ja alle eine Geschichte. Es ist ja nicht so, dass meine Geschichte interessanter ist, weil ich jetzt exponierter lebe. Bei mir weiß man natürlich mehr, weil ich ja in meiner Sendung ja auch sehr darauf achte, dass ich kommentiere, aber mich ja nie rauslasse. Ich bin ja Teil von Gesellschaft. Also als ich damals den Führerschein gemacht habe, das weiß ich noch genau, dachte ich, dieser Satz, mit dem Fehlverhalten der anderen rechnen, dachte ich, Guido, das ist es. Das ist ein bisschen mein Beispiel. Wenn man das als Grundsystem hat, dann muss man schon sehr viel machen, bevor ich denke, jetzt geht er verloren. Also ich habe auch mit Leuten gesessen und schon gestanden. Ich habe ja in vielen Plätzen auf dieser Welt auch gelebt und die Mode ist wild und ich mache ja viele verschiedene Berufe auch und so, wenn man ehrlich ist, und führe ja Unternehmen und bin ja in vielen Bereichen tätig, aber wenn ich eins behalten habe, ist es, dass ich kann mich gut auf mich verlassen. Ich weiß sehr genau, wer ich bin. Und dieses Reflektive, was ich vielleicht habe, das schützt mich davor, dass ich da nicht denke, oh Gott, ich kenne die ja gar nicht mehr oder hallo oder so. Das gibt ja schlimme Prominente auch, muss man sagen. Ne? Das stimmt. Aber ich glaube, dass diese Wertschätzung, die du anderen Menschen und diese liebevolle Wertschätzung, die du anderen Menschen gegenüberbringst, die entsteht ja nicht einfach so. Die ist ja angelegt. Das ist ja auch ein bisschen Charakterzug, glaube ich. Den muss man pflegen, den muss man hegen, damit er nicht verloren geht. Wo hast du das gelernt? Schon in der Kinderstube, war es zu Hause bei euch schon so, mit dem Fehlverhalten der anderen rechnen, sich interessieren? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, natürlich ist das zum einen sicher auch das, in Spanien würde man sagen, das Ser, das, was man ist. Das ist das, was einen irgendwie ausmacht. Das ist sein Blick auf die Welt. Das ist natürlich eine Kombination von vielen Dingen. Aber das ist auch natürlich, dass man in Liebe groß wird. Und das bin ich auf jeden Fall. Ich war so extrem beliebtes Kind, weil es machte bei mir plopp. Mein erster Bruder war hochkompliziert, die Geburt. Meine Mutter sagt, es war ein wunderschöner Sommertag im Mai, es machte plopp. Und ich war irgendwie da. Und es war... Ja, hat sie immer gesagt. Und sie hat dann... Und meine Mutter hat mir irgendwann erzählt, dass ich so als Kind sagte, so, Mama, Papa, alle sollen ja was sagen. Ich war schon sehr früh verbal, wie man sich vorstellen kann. Und dann haben wohl die da gesessen. Und mein erstes Wort, das ich wohl gesagt habe in so im Bett, war wohl laut und deutlich in einem Sonntagnachmittag, hallo, habe ich gesagt. Und das, da war alle vielleicht sagen, hallo, hallo oder so. Und dann habe ich das wiederholt. Und dann hat meine Mutter gesagt, wir haben uns nie mehr Sorgen gemacht, weil wir wussten, es geht. Und ich glaube, das ist eins. Und das Zweite ist natürlich auch zu wissen, wer man ist. Also, dass man seine Kinder vielleicht so groß sieht, dass man sehr genau differenziert weiß bei so vielen, wie wir waren, dass die wussten, wer ich bin und was ich liebe und was man schützen sollte und was man vielleicht, da sind sie meine zauberhaften Eltern, das haben die sehr gut gemacht. Die wussten sehr genau, wie Leben funktioniert. Ich habe ja einen Vater, schlesischer Vater mit Lagerhistorie, die schlimmsten Dinge erlebt, dann diese westfälische Mutter aus 10 Kindern, dann die Jüngste. Und die beiden sind so in Liebe verbunden gewesen, da konnte man fast gar nicht anders, außer irgendwie da mitzumachen. Das war vielleicht das, was bei uns war. Und deswegen, weil meine Eltern so waren und so und eben auch Humor wertgeschätzt haben. Es gibt ja auch Humor, glaube ich, ist angeboren, denke ich so ein bisschen. Aber das können Eltern und vielleicht auch Schulsysteme fördern oder eben auch negieren und sagen, lass das mal lieber, jetzt sei doch nicht vorlaut. Ich durfte immer. Also ich habe immer kommentiert, Guido, komm mal schnell runter, weck den Guido mal eben noch. Im Stau habe ich dann alles kommentiert. Deswegen passt Shopping Queen so gut zu mir, weil ich das mein Leben lang getan habe. So. Wie viele Kinder wart ihr zu Hause? Wir waren 5 plus 2 Pflegekinder zwischendurch und einfach viele Kinder drumherum, weil wir so Anlaufstelle waren. Meine Eltern sehr frei, sehr offen, sehr herzlich, immer gekocht, da war immer was los. Und ich fand das nicht so toll, wenn ich ehrlich bin.
ich war eher so, ich dachte immer, lieber Gott, warum haben die mich vielleicht verwechselt, habe ich immer gedacht. Ich wollte so wahnsinnig gern Einzelkind sein. Also ich habe das wirklich, das sage ich auch immer, aber es war wirklich so. Ich habe immer gedacht, das war bestimmt so eine adlige Familie, die haben mich aus Versehen. Ich habe auch oft zu denen, gesagt, bitte, bitte, ich werde euch nicht vergessen, wenn ihr mich später abholen und so. Und ich lebte ja so im westfälischen Dorf und ich habe meine Eltern sehr geliebt. Dachte ich mal, wie bringe ich denen das bei, wenn die mich jetzt holen und so. Das war, als ich zum ersten Mal in der Schloss Hülshofer, ich bin ja in Warendorf, Münster groß geworden. Ich bin extremes Literaturkind und meine Großmutter, die aus Schlesien war, hat also extrem poesieaffin und ich bin von ihr sehr sozialisiert gewesen und habe sehr viele Balladen und so. Und da bin ich natürlich ganz früh schon Schloss Hülshof gekommen und wir haben ja ganz normal gewohnt in so einem Dorf und da kam ich dahin und dachte ich, ach du Scheiße, dachte ich, das gibt's auch. Also so ein großes Haus, ich habe nur geheult auf dem Rückweg. Und von dem Tag an dachte ich immer so, da muss doch was falsch gelaufen sein. Die haben mich verwechselt. Also ich war mir sicher, dass da irgendwann so ein schwarzer Mercedes kommt und sagt, da ist da der Junge, der Freiherr. Also für alle, die mich heute adoptieren wollen, ich wäre soweit. Das bin ich jetzt weise. Aber ich komme drauf. Und ich glaube, und ich sage, ein fantastischer Gast. Perfekt, eine Frage. Aber ich komme immer zurück. Aber ich wollte sagen, das Ding ist, weil ich so schräg war und meine Eltern das aber geliebt haben und gefördert haben, hatte ich natürlich die Chance, der zu werden, der ich heute bin. Weil die haben es nicht gestoppt, die haben mit mir ein Einzelkind gespielt. So lief das. Wie spielt man Einzelkind, wenn man eigentlich 5 Kinder hat? Die Geschwister schliefen schon Sonntagabend. Ich lag schon fertig angezogen. Gute Nacht, Kinder und so. Und dann haben die alle geschlafen. Und dann, wenn die einschliefen, bin ich sofort aufgestanden, meine Eltern ins Auto gefahren. Sind wir dann zum Restaurant gefahren, habe ich abends mit denen gegessen. Ganz alleine? Und meine Eltern haben es gut gemacht und wir hatten eine gute Zeit. Und das deine Geschwister wussten das? Die wussten das leider nicht. Das kam später mal raus. Und manche von den etwas Renitenten fanden es nicht so toll, aber die Fröhlichen fanden es gut. Also das war, aber ich habe auch dicht gehalten. Ich habe auch meiner Tante, ich hatte auch eine Tante gegenüber, die so ein bisschen Doppelleben führte. Da war ich sehr früh schon dabei, hab die Unterstützung gegeben. Ich fand den Mann nicht so gut. Da dachte ich, komm, da war ich immer mitgefahren. Nein, nein, ich gehe da mit Tante XY und so war das. Und ich habe da sehr, sehr schnell gemerkt, man muss auch solidarisch sein mit Menschen. Und wenn es gut läuft, dann... Und man muss offen bleiben für Momente. Und das ist, glaube ich, vielleicht das, was meiner Kindheit definitiv möglich war. Mhm. Weil meine Eltern das auch mochten. Die haben auch immer gesagt, Guido, was glaubst du denn, was die Leute da machen? Oder was hat die Frau wo gerade erlebt? Da habe ich dann angefangen. Sag ich, ach, die Frau. Und ich glaube, wenn man das als Eltern fördert, dann läuft's. Mhm. Und du hast, ich weiß, dass dein Vater, es muss ein unglaublich toller Mann gewesen sein. Leider ist er verstorben im letzten Jahr. Der hat euch Kindern, also hat euch alle als Individuen wahrgenommen, ne? Also jedes einzelne Kind, und hat kleine Grußbotschaften geschrieben zum Frühstück, und zwar auf die Banane. Auf Banane, auf Zettelchen. Ach, mein Vater war der Feinste. Was war das für ein Mensch, dein Vater? Mein Vater war der liebste Mensch der Welt. Das war ein schlesischer, lieber Junge, blitzgescheit, ganz weise, vorsichtig. Als Kind so viel Grausames erlebt, dass man es fast gar nicht ertragen hätte können. Also was der wirklich erlebt hat, angeschossen. Konnte er darüber sprechen? Ja, das hatte einmal auf einer Fahrt, als ich mit meinen Eltern und den Eltern von meinem Frank, die waren sehr eng befreundet irgendwann. Wir sind zum Skifahren gefahren in die Berge nach Davos. Und mein Vater wollte nie Zug fahren. Er war nicht sehr scharf auf Zug, auch nicht auf Campen war der auch nicht scharf. Er wollte auch mal wirklich schönes Hotel und so. Und dann sind wir gefahren durch den Schnee und irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht war das die Erinnerung, alles was da kam. Und dann hat er uns das, ich wusste schon, dass mein Vater geschossen ist, beiden die, ich wusste, dass da viel passiert war, aber die True Story, sag ich mal, haben wir nicht gewusst. Und dann hat er das in dieser Fahrt, es kam da völlig verheult raus. Also meine Eltern haben Franks Eltern kennengelernt, völlig verheult, wir waren völlig runter. Frank hat die alle noch mit Cognac versorgt. Das war nicht schön, als wir ankamen, aber das war so ein, da habe ich zum ersten Mal so richtig erfahren, also was da wirklich los war. Deswegen, was war denn die Geschichte? Ja, das ist jetzt auch zu lang, das zu erzählen, aber es war einfach schwierig. Der ist natürlich so vom Dreck so weggenommen worden, in so einem Erdloch gehalten. Also Fluchtgeschichte, ja, auch im Zug. Ne? Ja, die Schwester, also Mutter, schwer Typhus, krank, fast gestorben, nachts dann irgendwie als Elfjähriger durch den kalten Fluss angeschossen, abgetrieben, dann von Nazis in so ein Kellerloch gesetzt mit 5 anderen Jungs um ihn. Also der hat wirklich Härtestes erlebt und so. Dann seine Mutter auf dem Dreck verloren, dann zurück. Also es gab wirklich ganz viele Geschichten. Aber was mein Vater natürlich hatte, ist, er wusste natürlich, wenn das alles gut wird, dann werde ich eine glückliche Familie schaffen. Und das hat er gemacht, das hat er mir immer gesagt. Der wusste immer, dass er das richtig macht. Und das war er. Er war ein Profivater, der war ganz liebevoll. Der hatte, ein Profivater? Ja, das war der. Der war humorvoll. Bis zum Schluss. Also mein Vater ist wirklich liebend gestorben. Der hat immer geküsst. Ich sag, Papa, wenn du hier weiter alle küsst, dann löst du eine Pandemie aus. Ne? So war es wirklich. Wir haben ja auch da nächtelang gesessen. Und so, und das war auch in diesem Abschied auch so, weil wir uns alles irgendwie gesagt hat. Das ist ja was Wunderbares, wenn mein Vater hat mit dem Mann alles besprochen hat. Es gab
keine Lücke, es gab kein Geheimnis, würde ich fast sagen, was da nicht irgendwie besprochen war. Es war sogar so, dass wir nachts einmal saßen. Dann sagt mein Vater, mein Gott, sagt der Guido, das Sterben so schwer ist und so lange dauert. Ich habe gesagt, da sagt sich Papa, der hatte auch Humor. Und da habe ich gesagt, Papa, ganz ehrlich, sag ich, was ist auch nicht, sag ich. Ne? Und dann hatte mein Vater vorher so, weil er wollte auch sterben, der hatte dann also nichts mehr getrunken, keine Medikamente, hat probiert, das alles zu wegzulassen. Aber er hatte irgendwas Starkes, weil in seinem Leben natürlich schon früh Lebenswille steckte und so. Und irgendwann hat man so eine kleine Pause, dann sagt er auch immer zu mir aus dem Nichts, sagt er, sag mal, wie findest du das eigentlich, dass Naomi Campbell jetzt ihr zweites Kind hat? Ich sag, wo hast du das? Da sagt mein Vater, wie kommst du denn darauf? Sagt er, ja, gestern Nacht hat mir so eine Nachtschwester aus dem Ticker vorgelesen, weil er dann doch Informationen wollte. Und da habe ich gesagt, Papa, wie findest du das denn? Und da hat er gesagt, das fand ich auch so süß, hat er gesagt, weißt du was, Guido, ich glaube, Kinder machen aus Menschen bessere Menschen und das muss man lieben, egal wer das hat und so. Und sowas habe ich dann mit ihm auch gehabt. Und das war vielleicht das, wo ich im Ende sozusagen seines Lebens, ich hatte das immer so als D-Day rausgeschoben. Ich dachte immer, der darf nicht gehen irgendwann. Ich habe sehr, sehr an meinem Vater gehangen. Und ich hatte schon mal vorher eine Situation, Jahre vorher, mein Vater bekam so eine, hatte sehr schwere Herzoperation. Ich habe gedreht nachts, bin dann dahin, kam da in diese Intensivstation, mein Vater lag dann. Es war eigentlich fast keine Hoffnung mehr, also vor 10 Jahren war das. Und ich kam dann da rein, da kam die ganze Schwester, dann habe ich dann auch zu anderen Intensivpatienten gemacht, der Guido ist da. Dachte ich, oh Gott, das ist der falsche Moment. Und dann habe ich die ganze Nacht bei ihm am Bett gesessen und habe ihm bei der Nachtigallen liebt. Und ich habe als Kind mit ihm nächtelang überall gesessen, auch in Spanien, später beim Haus. Mein Vater war sehr affin für alles, was feinstofflich ist. Und habe dann ihm die Nachtigall vorgespielt und habe gesagt, Papa, du darfst nicht gehen, ich bin nicht ready, es geht nicht. Und habe ihm das die ganze Nacht erzählt, Gedichte, kleine Liedchen, alles gemacht und so. Ihm 1000 Sachen versprochen, was ich ihm alles kaufen werde, wenn es gut läuft. Und das Verrückte war, dass er dann kam der Chef rein und meinte, ja, sieht schwierig aus, ich habe einfach weitergemacht. Und dann hat er das alles gehört und morgen schlug er die Augen auf um 7 und sagte dann, ich will aber auch auf jeden Fall das Elektrofahrrad und so. Und er hatte das und so. Und deswegen hatten wir so eine Generalprobe. Er hat immer gesagt, wir hatten Generalprobe und das hat mir das Ende sehr leicht gemacht, weil ich keine Angst hatte, so, weil ich wusste, das wird gut und weil er wartete. Und das ist natürlich ein Geschenk, wenn man einen Vater hat, den man sehr liebt und der war sehr süß, der war wirklich, der hatte ein bisschen... Wir reden jetzt sehr, sehr viel über deinen Vater, aber du hast auch eine ganz tolle Mutter gehabt und die ist leider ein paar Monate später auch gestorben. Ja. Gibt es für dich einen Ort, also wir hatten Felix Neureuther hier, und der hat erzählt, dass er auf einem bestimmten Berggipfel seiner Mutter Rosi ganz nah ist, immer wenn er da ist. Gibt es bei dir auch so einen Ort? Ich meine, die Erinnerungen sind wahnsinnig präsent, das merkt man, wenn du erzählst. Es ist alles, als ob es gerade passieren würde. Ja, weil ich mich sehr scharf stellen kann. Ich weiß sehr genau, wenn ich aufpassen muss, dass ich was behalte. Also, und deswegen habe ich das sehr klar. Der hat auch, als mein Vater starb, das hat er erzählt, der hat dann meinem Bruder das Haus gegeben und noch so ein Haus dazu, meine Brüder irgendwelche Ringe und so. Und dann sagt er mal zu mir, Guido, für dich habe ich leider gar nichts. Und dann sage ich, Papa, und dann sagt er, Guido, weißt du, weil alles, was ich bin, was wir sind, hat er gesagt, das trägst du alles in deinem Herz und deiner Erinnerung, weil du das behältst. Und dann dachte ich, was für ein Geschenk. Also das war auch so. Und ich glaube, wenn du jetzt fragst, was ist die Erinnerung daran, dann ist es erstaunlicherweise der Wind. Weil als mein Vater starb, da war ich sehr, sehr lost und habe gedacht, ich kann gar nicht arbeiten. Also das war so schwer für mich, weiter zu drehen. Ich musste ja jeden Tag, ich war gerade in einem Werbedreh auch noch, als das passierte und es war Horror. Und dann kam meine Mutter, an der ich so wahnsinnig gehangen habe, der echt so eine eigenständige Beziehung hatte. Wir waren sehr, sehr ähnlich. Ich habe immer gesagt, ich hätte beide Elternteile heiraten können. Ich hätte mit meiner Mutter und meinem Vater leben können und wir auch zusammen. Ich finde den Satz so schön, den ich weiß es alles aus Büchern von dir. Okay. Ich finde den Satz so schön, den deine Mutter dir gesagt hat, als du dich damals geoutet hast als junger Mensch. Sie hat gesagt, ich würde auch nicht mit aktuell mit einer Frau ins Bett gehen. Ich würde auch nicht mit einer Frau ins Bett gehen. Ja. Ich glaube, der beste pragmatischste Umgang damit. Ja, weil die geliebt haben. Das ist ja auch kein Ausbildungsberuf. Meine Eltern waren ja gescheit. Die haben ja nicht gedacht, oh Gott, was machen wir jetzt? Das kann ich nur jedem empfehlen. Also das ist ja so, was macht man, wenn man liebt? Also dann muss man natürlich gucken, dass man jemanden auf den Weg bringt, dass das nicht im Weg stand, sage ich mal. Das ist ja nicht ausgesucht. Also das haben die schon sehr früh verstanden. Aber vielleicht zurückzukommen mit der Erinnerung, wo das sein könnte. Und ich, als meine Mutter dann auch noch starb, da habe ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben gedacht, jetzt ist alles weg. Ich bin völlig lost. Also ich war so traurig, so verloren und meine Mutter starb kurz vor Weihnachten noch und das war diese Zeit, wo immer einer der vielen Stürme waren und meine Mutter war so eine,
die liebte den Sommer und die war immer dunkelbraun in der Sonne. Und als Kind haben wir schon gelegen mit so kleinen Aluschalen und so, damit wir schön Sonne kriegten. Und an dem Tag, als sie beerdigt wurde, da war diese komische Uhr. Und dann dachte ich schon, so eine Uhr nimmt meine Mutter, die wollte das. Und mein Vater das alles organisiert, sag ich, gut, Mama muss das machen. Und dann kam dieser Sturm und der Wind flog und die Urne flog von rechts nach links. Und ich hatte fest, meinem Liebsten, ich meinem Bruder, diese Urne aus der Hand gerissen, hätte die in die Luft geschleudert und dachte, ach Mama, jetzt zeig mir mal richtig, wie es geht. Und dann war ich wirklich verloren, verloren, verloren. Ich war in Silvester dann in Sylt in meinem Haus, hatte noch gearbeitet, bin dahin und hatte viele Gäste wie immer und dachte, oh Gott, ich kann nichts vorbereiten. Ich war, sonst bin ich super Gastgeber, ich konnte nichts mehr machen. Da bin ich dann irgendwann rausgegangen, so im Silvester in Sylt, wer das kennt, es kann sehr kalt und sternenklar aus sein, aber es war eben wirklich sehr, sehr windig auch. Und auf einmal spüre ich die irgendwie, ich kann es nicht sagen, denke ich in diesem Wind, diese Bewegung, hatte ich so eine Erinnerung. Und dann dachte ich so, was ist das für ein tröstlicher Gedanke, wenn sie wirklich zusammen wären jetzt. Haben alle mir gesagt, Guido, sei doch froh, deine Mutter ist jetzt auch bei deinem Vater. Und dann denke ich, ja, irgendwie ist das schön, aber der Gedanke ist auch ein bisschen irre, dass man denkt, kann das wirklich so sein, obwohl ich ja ein sehr christliches Kind war und auch vielleicht sehr gläubiger Mensch bin, dachte ich, kann das nicht glauben. Da gucke ich so hoch und sage in den Himmel, ach, vielleicht ist das doch alles Firlefanz, vielleicht gibt es das gar nicht, sage ich so. Und in dem Moment kommt so eine Sternschnuppe im Winter, ich weiß nicht, ob das üblich ist, aber so eine riesige Sternschnuppe. Und es hat mich so, der Wind hat mich so umgehauen, dass ich die spürte. Und da habe ich gedacht, ach, das ist jetzt mein Weg. Und immer, wenn ich jetzt bin, egal wo, wenn Wind kommt, denke ich, ach, Mama, da bist du ja. Und Papa auch. Also so ist es. So habe ich jetzt die Elemente genutzt, um sie nicht zu vergessen und zu spüren auch. Das ist es vielleicht. Guido, und du hast den beiden ein Buch gewidmet. Das Buch heißt 19.521 Schritte vom Glück der unerwarteten Begegnung. Ich fasse es ganz kurz zusammen, weil wir sind am Ende der Sendung. Ein Buch, in dem du Menschen triffst, Begegnungen hast, dich mit Menschen austauscht, weil wir wissen jetzt, woher die große Menschenliebe kommt. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Guido Maria Kretschmann. Mir tut es noch mehr leid als sonst, dass die Sendezeit vorbei ist. Bitte wir und unseren anderen Gästen noch ganz lange zuhören können. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch unseren neuen Zuschauern in Nordrhein-Westfalen. Und wir sehen uns in 4 Wochen wieder, und zwar mit einem Best-of. Eigentlich könnte man diese Sendung nehmen. Wir wünschen Ihnen einen ganz wunderbaren Sommer. Bis bald. Tschüss. Ciao und auf Wiedersehen. Danke. Vielen Dank.